Meine Damen und Herren, liebe Gäste, hallo. Meine Damen und Herren, sehr unglaublich. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, gerne auch in den vorderen Reihen, weil die freiwilligen Teilnehmer nehmen wir heute von hinten. Vielen Dank. Woran denken Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie an Globalisierung denken? Welche Bilder haben Sie im Kopf? Ist Globalisierung für Sie spontan etwas eher Positives oder eher Negatives? Mit diesen Fragen möchte ich Sie, meine Damen und Herren, zu unseren Darmstädter Dialogen für besseres Wirtschaften sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Die Darmstädter Dialoge für besseres Wirtschaften, die dieses Jahr unter dem Motto Besser wirtschaften auch im Ausland stehen. Mein Name ist Matthias Martinet, ich bin der Präsident der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar. Damit wir eine gemeinsame Ausgangsbasis für die Überlegungen und Diskussionen am heutigen Nachmittag haben, habe ich mal eine kurze Definition mitgebracht. Globalisierung bezeichnet den Vorgang, bei dem weltweite Verflechtungen, insbesondere in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur, immer weiter zunehmen. Sie betrifft einzelne Menschen, Organisationen und ganze Staaten. Als während der Corona-Pandemie die weltweiten Lieferketten empfindlich gestört waren oder ganz in sich zusammengebrochen sind, waren sich viele endgültig sicher, die Globalisierung ist am Ende. Doch schon vorher gab es viele Anzeichen für Abschottung und Protektionismus. Doch, meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne unserem Keynote-Speaker Professor Dr. Holger Görg, den ich schon mal virtuell begrüße, er ist den besonderen logistischen Herausforderungen des heutigen Tages, wenn ich so sagen darf, zum Opfer gefallen und ist uns aber Gott sei Dank und dankenswerterweise virtuell zugeschaltet. Sie werden ihn nachher auch sehen, aber momentan hört er nur zu. Aber von dieser Stelle aus schon mal ein herzliches Willkommen, Herr Professor Görg. Ich möchte Ihnen nicht vorgreifen oder etwas vorwegnehmen, aber doch schon sagen, ich bin mir sehr sicher, die Globalisierung ist überhaupt nicht am Ende. Dafür sind die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten und auch der Nutzen der Globalisierung für die Akteure zu groß. Aber, meine Damen und Herren, die Globalisierung steht unter neuen Vorzeichen. Den damit verbundenen Herausforderungen wollen wir uns stellen. Wir müssen Lieferketten stärker diversifizieren, um sie krisenfester zu gestalten und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dazu hat man in manchen Branchen eine Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland und nach Europa begonnen. Doch eine Rückverlagerung ist längst nicht in allen Bereichen machbar und sinnvoll, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus sozialen und ökologischen Gründen. Und sie gelingt auch meistens nicht von heute auf morgen. Deshalb müssen wir, soll die Diversifizierung der Lieferketten gelingen, internationale Handelsbeziehungen aus- und Handelsbeschränkungen abbauen. Doch das wird unter den aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen naturgemäß immer schwieriger. Nicht erst seit dem kriegerischen Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich der weltweite Trend zum Protektionismus und zur Blockbildung weiter verstärkt. Was der Krieg zusätzlich befeuert hat, ist das sogenannte Friendshoring, also die Beschränkung des Handels auf Länder mit gemeinsamen Werten sowie geopolitisch motivierte Sanktionen und Verbote. Handelshemmnisse machen den international tätigen deutschen Unternehmen immer mehr zu schaffen. Das bestätigt ganz aktuell eine bundesweite Going International-Umfrage der IHK-Organisation, nach der sich 56% der Unternehmen mit neuen Hürden konfrontiert sehen. Das ist der höchste Wert seit 18 Jahren.
Die Spielregeln für den Weltmarkt sind im Wandel. Staaten instrumentalisieren den internationalen Handel immer stärker für ihre jeweiligen politischen Ziele. Die BRICS-Gruppe, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wollen die geopolitische Weltordnung verändern und ein Gegengewicht zum Westen bilden. Zu Beginn dieses Jahres, viele von Ihnen werden das wissen, wuchs die Allianz um 6 Partner und heißt jetzt BRICS Plus. Zugleich findet momentan ein regelrechter Subventionswettlauf statt. Die Vorwürfe der EU gegenüber China bezüglich wettbewerbsverzerrenden Subventionen für E-Autos oder der Inflation Reduction Act, mit dem die USA 2023 Milliardenhilfen für Klimatechnologien auf den Weg gebracht haben, sind dafür nur 2 Beispiele. Die europäische und deutsche Politik müssen darauf Antworten finden, damit nicht noch mehr Unternehmen ihre Produktion ins außereuropäische Ausland verlagern. Gerade die im Vergleich zu Deutschland niedrigen Energiekosten und auch die geringen bürokratischen Hürden machen die USA für Unternehmen aktuell hochattraktiv. Die geplanten Beihilfen und Investitionsprogramme der EU und der Bundesregierung reichen als Antwort aus meiner Sicht nicht aus. Auch weil Deutschland in die EU im Zuge ihrer Vision bis 2045 bzw. 2050 klimaneutral zu werden, mehr und mehr Regulierungen schaffen. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft eines Industrielandes wie Deutschland binnen 20 Jahren zur Klimaneutralität zu transformieren, ohne sie ernsthaft zu beschädigen, ist eine ebenso anspruchsvolle wie riskantes Unterfangen. Von der Schaffung der dafür in der Demokratie unabdingbaren breiten gesellschaftlichen Akzeptanz dieses Vorhaben mit all seinen Chancen, aber eben auch Risiken und Nebenwirkungen ganz zu schweigen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedenfalls, dass diese Transformation unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen und unseren Wirtschaftsstandort erkennbar unter Druck setzt. Eines der jüngeren Beispiele aus der Wirtschaft ist das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Nicht nur ein Wort, sondern auch ein Bürokratieungetüm. Das Gesetz, wie es in Deutschland vor einem Jahr eingeführt wurde, benachteiligt deutsche, insbesondere mittelständische Betriebe im internationalen Wettbewerb doch erheblich und es schafft vermeidbare Bürokratie. Dabei geht der nach dem deutschen Gesetz skizzierte Verantwortungsbereich von Unternehmen an der Realität vorbei. Wir befürchten, dass sich Betriebe in der Konsequenz aus dem Geschäft in und mit Entwicklungs- und Schwellenländern zurückziehen werden. Das würde unsere Wirtschaft, aber auch die Wirtschaft in den betroffenen Ländern schwächen, ohne dass damit den Menschen im Ausland und der Umwelt geholfen wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deutsche und hessische Unternehmen sind auf den Weltmärkten zu Hause und jeder 4. Arbeitsplatz hängt hierzulande vom Export ab. Natürlich, die Globalisierung und die Liberalisierung des Handels bringen auch Konkurrenz und Strukturveränderungen mit sich. Das gehört zu offenen Märkten dazu und initiiert sehr häufig auch Innovation und Fortschritt. Und es gehört zu den drängendsten Aufgaben der Regierung, durch kluge Politik für gute Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, damit die hiesigen Unternehmen eine Chance haben, sich auf veränderten Weltmärkten behaupten zu können. Klimaschutz, aber auch soziale Gerechtigkeit kann nur in globaler Anstrengung gemeinsam gelingen. Auch vor diesem Hintergrund sind Protektionismus und staatliche Abschottung fatal. Für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ist internationaler Handel mit Gütern wie Nahrungsmittel, Energie und Medikamenten essentiell. Aber auch, um bei geopolitischen Spannungen zwischen Nationen, die nicht das gleiche Wertesystem teilen, Brücken zu bilden. In einer wirtschaftlich nicht fragmentierten Welt sind Vereinbarungen etwa zu gemeinschaftlicher Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht einfach, das behauptet keiner, aber doch etwas leichter zu erreichen. Um nun auf meine anfängliche Frage zurückzukommen. Für mich sind die Globalisierung und die mit einem freien Welthandel einhergehende, ressourceneffiziente internationale Arbeitsteilung etwas grundsätzlich Positives und daher wertvoll und schützenswert. Globalisierung eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und Perspektiven, schafft Arbeitsplätze und führt insgesamt zu einer Verbesserung des Lebensstandards. Sie trägt zur Entwicklung neuer,
auch umweltfreundlicher Technologien bei. Sie fördert Wirtschaftswachstum und mehrt den Wohlstand in der Welt. Weiß aber auch, nicht alle profitieren im gleichen Maße von diesem Wirtschaftswachstum, aber alle profitieren. Doch wie kann es gelingen, meine Damen und Herren, Menschenrechte und Umweltschutz nach deutschen und europäischen Standards bei den Geschäftstätigkeiten mit dem und im Ausland zu stärken und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unserer Wirtschaft zu erhalten? Und welche Beiträge können die Unternehmen hierzu leisten? Zu dieser und noch ganz vielen weiteren Fragen möchten wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich freue mich sehr, dass wir hochkarätische Gäste auf unserer Bühne begrüßen dürfen zum anschließenden Talk, die uns sicherlich wertvolle Impulse für einen weiteren Austausch später beim Get-Together liefern können. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, einen informativen und auch unterhaltsamen Abend und bedanke mich insoweit für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bleiben Sie ruhig stehen, Herr Dohm. Und ich darf Ihnen jetzt unseren Moderator vorstellen, der uns durch den Abend führen wird. Herr Kaspar Dohm, herzlich willkommen, ein besonders herzliches Willkommen, weil er ist tatsächlich heute mit der Bahn von Berlin aus angereist. Es hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert als normal und umso schöner ist es, dass Sie hier sind und uns durch den Abend begleiten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Martinet. Sie haben schon schön skizziert, wie schwierig diese Globalisierung sein kann. Es gibt Kräfte zum Beispiel, die dazu führen, dass Unternehmen wieder wirtschaftliche Tätigkeiten zurückverlagern. Es gibt Kräfte, die dafür sorgen, dass man in die USA schaut. Ja, mein Name ist Kaspar Dohm. Ich beschäftige mich mit diesem Thema globale Arbeitsteilung jetzt schon sehr lange. Ich bin Wirtschaftsjournalist, arbeite als Redaktionsleiter in einem neuen digitalen Medienhaus in Berlin zum Thema Transformation der Wirtschaft und arbeite als Journalist vor allen Dingen für den Deutschlandfunk, aber auch die Süddeutsche Zeitung und andere. Und mein Thema in den letzten 10 Jahren waren Lieferketten unter anderem und die Frage, wie man denn auch eine faire globale Arbeitsteilung hinbekommen soll. Und deswegen freue ich mich auf diese Veranstaltung, zu der ich gerne gekommen bin, und freue mich ganz besonders, unseren heutigen Keynote-Speaker vorstellen zu dürfen, der auch gerne angereist wäre, aber dank der Bahn, des Bahnstreiks es nicht persönlich herschaffen konnte. Professor Görg ist ein renommierter Außenwirtschaftsexperte. Er ist zum einen Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und Leiter des Forschungsbereichs Internationaler Handel und Investitionen am Kieler Institut für Weltwirtschaft, leitet seit 2016 das Kiel Center for Globalization. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört eigentlich vieles, eigentlich alles, was mit diesem Thema Globalisierung zu tun hat. Er beschäftigt sich mit Exporten, Aktivitäten multinationaler Unternehmen, Effekte der Globalisierung über die Zeit. Und ich bin jetzt gespannt, was Sie uns hier erzählen werden. Wie steht es denn um die Globalisierung? Vielen Dank, Herr Dohm, für die sehr nette Einleitung und vielen Dank, Herr Martinet, für die einführenden Worte zum Thema. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll nach dieser doch sehr beeindruckenden Einleitung von Ihnen. Wie steht es um die Globalisierung? Ja, das möchte ich mit Ihnen heute Abend besprechen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht und ich freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf. Und wie schon gesagt, bedauere ich sehr, dass ich nicht persönlich da sein kann. Aber da gibt es leider gute Gründe für. Und Herr Dohm, ich war wohl dann doch nicht so mutig, mich auf das einzulassen, auf das Sie sich eingelassen haben. Von Kiel hätte es auch noch ein bisschen länger gedauert, denke ich, als von Berlin. Wenn es denn überhaupt geklappt hätte. Ja, ich möchte Ihnen kurz einen Einblick geben, warum brauchen wir den internationalen Handel heute und in Zukunft? Wie sieht es mit der Globalisierung aus? Wo kann es hingehen? Und warum brauchen wir sie? Was hängt davon ab? Unten sehen Sie
Das kleine Bild, das ist das Kiel-Institut für Weltwirtschaft an der Förde. Da sitze ich im Moment und das Wetter ist fast so gut, wie es da auf dem Bild ist bei uns. Aber lassen Sie mich zum Thema kommen. Das Wort Deglobalisierung wurde ja auch schon angesprochen von Ihnen, Herr Martinet. Was halten wir davon? Globalisierung, Deglobalisierung, wie sieht es aus? Ist es das Ende der Globalisierung, das ja von vielen auch angesprochen wird? Lassen wir uns mal ein paar Zahlen angucken. Hier eine Bestandsaufnahme. Und zwar geht es hier, ich muss gerade mal meinen Bildschirm etwas ändern. Und zwar sehen Sie hier die Entwicklung des Welthandels insgesamt von 1980 bis 2022 sind die letzten verfügbaren Zahlen der Weltbank. Sieht das nach Deglobalisierung aus? Für mich nicht. Ich denke, für die meisten von Sie auch nicht. Für die meisten von Ihnen auch nicht. Wenn Sie es einfach mal vergleichen, 1990, also vor ein bisschen mehr als 30 Jahren, betrug der internationale Handel ungefähr 4,3 Billionen US-Dollar. Um es mal ein bisschen, ich mache immer ganz gerne Vergleiche, das ist ungefähr heute das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland, um die 4,5 Billionen US-Dollar. Einfach Vergleich. 2022 waren wir bei über 31 Billionen US-Dollar an Exporten, die um die Welt gingen. Das ist eine sehr große Zahl. Es entspricht einem Zuwachs im Vergleich zu 1990 von 630%. Und ja, es gibt Schwankungen und ja, es gibt Probleme. Wir haben Krisen, aber Sie sehen, dass das keine wirklich große Trendumkehrung hier bedeutet, sondern wir sehen den Handel, der auch weiter expandiert. Ein anderer Indikator der Globalisierung sind die ausländischen Direktinvestitionen, Foreign Direct Investments. Und da sehen Sie auch, das schwankt natürlich alles ein bisschen mehr. Hier geht es um Investitionsflüsse pro Jahr. Aber Sie sehen auch da im Vergleich zu 1990 zu 2022 einen sehr großen Zuwachs um ja, ähnliche 630%. Das ist nur Zufall, dass das wirklich die gleiche, eine sehr, sehr ähnliche Zahl ist. Internationale Investitionsflüsse sind geringer als der internationale Handel. Also wir sind ja bei ungefähr 1,7 Billionen US-Dollar. Wie gesagt, deutsches Bruttoinlandsprodukt ist so ungefähr bei 4,5 Billionen zum Vergleich. Falls Sie gerne noch einen anderen Vergleich hätten, das Bruttoinlandsprodukt von Malawi liegt bei ungefähr 30 Milliarden. Einfach um das auch nochmal einzuordnen. Wie sieht es mit Deutschland aus? Deutschland ist natürlich auch sehr stark in die Globalisierung eingebunden, hatten Sie ja auch schon erwähnt in der Einleitung, Herr Martinet. Hier einfach mal die Importe und Exporte und Sie sehen auch da ein ganz, ganz klarer Trend nach oben. Wir haben ein paar Dips, also ein paar Einbrüche hier. Das ist die Finanzkrise, die wir Anfang des Jahres, die wir Anfang der 2000er hatten. Und dann natürlich die Corona-Krise, die wir auch haben. Aber dann geht es auch wieder nach oben, vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie das früher mal der Fall war, aber generell sehen wir auch hier einen ganz klaren Trend nach oben, nicht nach unten. Hier haben wir die ausländischen Direktinvestitionen Deutschlands. Das sind deutsche Investitionen im Ausland. Auch hier eine längere Zeitreihe von Anfang der 1970er Jahre bis heute, bis 2022. Auch hier wieder die letzte Zahl. Und auch da sehen Sie, das geht auch sehr stark nach oben. Wir sind dabei ungefähr ja, knapp unter 200 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2022 von deutschen Unternehmen im Ausland investiert wurden. Und hier sehen Sie auch ganz klar, die Finanzkrise, die sich da doch sehr, sehr stark ausgewirkt hat. Aber Sie sehen auch, es schwankt, ja, es geht immer mal wieder hoch und mal wieder runter, aber Sie sehen auch einen ganz, ganz klaren Trend nach oben über die letzten 20, 30 Jahre. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man nicht nur auf monatliche oder auf quartalsmäßige Schwankungen guckt, die wir immer haben. Es geht mal oben nach oben, es geht mal nach unten, sondern dass wir uns den längeren Trend bewusst machen. Und da ist es ganz klar, wir haben einen Trend hin zu mehr Globalisierung in den letzten 30 Jahren oder so. Und das hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht geändert, trotz der Krisen, die wir haben.
Natürlich investieren deutsche Unternehmen im Ausland, aber es gibt natürlich auch ausländische Investitionen in Deutschland. Da sehen wir generell, ja, könnte man sagen, ein ähnliches Bild. Erstmal ist es aber ganz wichtig zu sehen, hier reden wir über viel kleinere Zahlen, als wir bei den ausländischen Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland gesehen haben. Also Investitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland liegen bei unter 100 Milliarden. Das ist doch schon viel weniger als das, was deutsche Unternehmen im Ausland investieren. Gibt es viele mögliche Erklärungen dafür. Eine hatten Sie auch schon angesprochen, hohe Energiepreise oder vielleicht ganz generell die Frage, wie wettbewerbsfähig ist denn der Standort Deutschland oder wie attraktiv ist der Standort Deutschland für ausländische Unternehmen? Vielleicht nicht besonders attraktiv, wenn man diese Zahlen hier anschaut. Aber auch hier sehen Sie auch natürlich wieder mit starken Schwankungen, aber auch hier ein Trend nach oben über den langen Zeitraum. Also wir haben mehr ausländische Investitionen in Deutschland. Ein wichtiger Aspekt der Globalisierung, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben, ist, dass es eben nicht nur darum geht, fertige Güter zu exportieren oder zu importieren. Natürlich ist es auch ein wichtiger Teil, aber nicht nur. Wir haben auch Unternehmen, die im Ausland investieren. Warum tun sie das? Natürlich, um einmal den Markt zu bedienen, aber eben auch, um dort zu produzieren, Vorleistungen zu produzieren, Vorleistungen einzukaufen und die zurück zu exportieren nach Deutschland. Also wir haben, um es anders zu sagen, in den letzten 20, 30 Jahren einen wirklich starken Aspekt der Globalisierung, der die Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten ist. Globale Wertschöpfungsketten, globale Lieferketten sind ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Globalisierung. Wenn Sie sich, ich gucke gerade auf meinen Computer, wenn ich mir den anschaue, da stecken Teile drin aus aller Herren Länder, die irgendwo zusammengebaut wurden und dann nach Deutschland exportiert wurden. Und das gilt für sehr, sehr viele Güter. Und hier sehen Sie eine Grafik, die es versucht, so ein bisschen zu illustrieren. Und zwar sehen Sie hier den blauen Balken. Das ist die Zahl für Deutschland. Und diese Zahl 22,4, was ist das? Das ist der Anteil der importierten Vorleistungen, die in einem Euro oder in einem Wert Exportgüter steckt. Also anders gesagt, ungefähr ein Viertel des Werts des durchschnittlichen deutschen Exportgutes kommt aus dem Ausland, wurde aus dem Ausland importiert. 22,4%, um es genau zu sagen, des Wertes der Exporte wurde importiert. Das ist für sehr viele europäische Länder, Nachbarstaaten, Italien, Frankreich, sehr, sehr ähnlich, nichts Außergewöhnliches. Größere Länder wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten exportieren insgesamt weniger. Das liegt eben auch daran, dass in dem großen Markt mehr selbst produziert wird. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Staaten, die viel, viel mehr importieren. Zum Beispiel Luxemburg ist ja in den OECD-Ländern das Land mit dem höchsten Importanteil an Exporten. Und zwar liegen wir dabei ungefähr 70%, knapp unter 70% des Wertes eines Exportgutes geht auf Importe zurück. Wurde nicht selbst im Land geschaffen. Das zeigt eben die Wichtigkeit der globalen Wertschöpfungsketten. Es ist wichtig, dass importiert wird und dass exportiert wird. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der internationalen Wertschöpfung und der Globalisierung insgesamt, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben. Und ein Aspekt, der eben auch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir uns die Frage stellen, wie geht es weiter? Denn aus solchen globalen Wertschöpfungsketten, die natürlich aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstmal geschaffen wurden, weil es günstiger, einfacher, besser ist, im Ausland zu produzieren oder im Ausland einzukaufen, bestimmte Teile, bestimmte Aspekte der Produktion, davon will und kann man sich nicht einfach so über Nacht verabschieden. Hier haben sich meine Kollegen am Institut für Weltwirtschaft das mal ein bisschen näher angeschaut, und zwar in Hinsicht auf Produkte, die in Deutschland produziert werden.
in bestimmten Industrien und hier insbesondere, wie wichtig ist China? So ein Land in der internationalen Wertschöpfungskette, das sehr, sehr wichtig ist. Und um es einfach mal hier zu illustrieren, hier sehen Sie die Produktion und der Konsum von Gütern in Textilien, Bekleidung und Leder, also in diesem weit gefassten Produktionsrahmen oder Güterrahmen. Und was sagen Ihnen diese Balken hier? Nehmen wir mal den blauen, der ist so bei ungefähr 26%. Und das heißt, dass von einem Euro, der an Textilien in Deutschland konsumiert wird, kommen ungefähr 26 Cent auf direktem Weg oder auf indirektem Weg von aus China. Ja, was heißt das? Oder um es nochmal mit dem hellblauen Balken hier zu vergleichen, das ist der direkte Weg, also ungefähr 22% der Textilgüter, die in Deutschland konsumiert werden, oder des Wertes der Textilgüter, die in Deutschland konsumiert werden, kommen direkt aus China, werden direkt aus China importiert. Das ist der direkte Weg. Der indirekte Weg heißt, dass etwas aus einem Drittland importiert wird, sagen wir aus Vietnam zum Beispiel. Eine Textilie wird aus Vietnam importiert. Teile davon, bestimmte Aspekte der Produktion, bestimmte Aspekte des Pullis oder des T-Shirts, kommen aber aus China, wurden in China genäht oder in China produziert. Das sind dann die indirekten Wege, die hier mit eingerechnet wurden. Also aus China über ein Drittland nach Deutschland. Und die roten Balken hier unten zeigen Ihnen die Anteile der Produktion. Also das heißt, in der Textilproduktion, in der Produktion, kommen ungefähr 5% des Wertes eines Textilguts, das in Deutschland produziert wird, aus China. Das ist der direkte und der indirekte Anteil. Der direkte Anteil ist dann natürlich wieder ein bisschen weniger. Und Sie sehen, das ist unterschiedlich in verschiedenen Industrien. Das sind Industrien, bei denen China relativ wichtig ist. Und Sie sehen, das geht runter von 26% bis hier auf knapp unter 5%. Aber Sie sehen auch hier, wenn wir uns nur einen Spieler in der globalen Wertschöpfungskette anschauen, China und wie wichtig das für Deutschland ist, sehen Sie, dass es sehr wichtig ist, dass China eine große Rolle spielt in globalen Wertschöpfungsketten und eine große Rolle für die Produktion und vor allen Dingen auch für den Konsum von Gütern in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern der Welt. Gut, das sind so ein paar Aspekte der Globalisierung, die ich hier einfach nochmal zeigen wollte. Deglobalisierung, großes Fragezeichen, beziehungsweise würde ich sagen, sehe ich hier keine Anzeichen, dass es zu einer Deglobalisierung kommt. Deutschland ist auch sehr, sehr stark in die Globalisierung involviert und wir haben eine große Bedeutung der globalen Wertschöpfungsketten als wichtiger Treiber der Globalisierung oder als wichtiger Bestandteil der Globalisierung. Gut, warum haben wir überhaupt Globalisierung? Herr Martinet hatte das ja auch schon angesprochen. Es gibt verschiedene Gründe, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind zwei oder drei, die ich ja auch einfach mal aufgeführt habe auf dieser Folie. Zum einen der technische Fortschritt. Wir haben in den letzten 20 oder seit Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich doch einen sehr, sehr starken technischen Fortschritt gehabt, der dazu geführt hat, dass mehr Güter transportiert werden konnten aus dem Ausland eingeführt werden können. Denken Sie an in den letzten Jahren ist es noch einfacher geworden. Man nimmt einfach seinen Laptop, klickt es auf, geht auf eine Webseite, klickt irgendwas an und das kommt in den nächsten paar Tagen. Es war natürlich nicht immer so einfach, aber wir haben doch technischen Fortschritt gehabt, der dazu geführt hat, auch wenn Sie daran denken, dass wir die Einführung des Containers für Schiffe eine riesige Rolle gespielt hat für die Globalisierung, für die Ausweitung des Handels. Natürlich die Entwicklung der Luftfahrt hat eine riesige Rolle gespielt. Und wie gesagt, Internet, Online-Sales, das hat natürlich auch wieder einen riesigen Boost dazu gegeben, dass es zu einer Globalisierung überhaupt kommen kann, um das möglich zu machen.
Natürlich nicht das Einzige. Wenn Länder geschlossen sind, werden sie trotzdem nicht besonders miteinander handeln. Und wir hatten in den letzten Jahrzehnten eben auch einige politische Öffnungen, die dazu geführt haben, dass Märkte erschließbar wurden, dass Märkte für Zulieferer interessant wurden und so weiter und so weiter. Zwei sehr, sehr wichtige, auch gerade für Deutschland, sind natürlich der Mauerfall auf der einen Seite, der das ganze Gebiet östlich von Deutschland sehr interessant und wichtig gemacht hat als Markt, aber auch als Möglichkeit für Zulieferer. Und dann haben wir natürlich China, der Beitritt Chinas oder erstmal die Öffnung Chinas in den 1980er Jahren und dann der Beitritt Chinas zur WTO hat natürlich auch eine riesige Rolle gespielt, einen riesigen Schub für die Globalisierung gegeben. Das sind natürlich nicht die einzigen Länder. Andere Länder haben sich auch geöffnet. Denken Sie in Vietnam zum Beispiel, auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler in den globalen Wertschöpfungsketten in den letzten Jahren, wo wir auch ähnliche Öffnungsbestrebungen oder Öffnungen gesehen haben, wie auch in China. Das sind die politischen Öffnungen. Und dann haben wir natürlich auch eine wichtige Rolle für Handelserleichterung. Also Zölle, Quoten sind natürlich Handelshemmnisse. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse gibt es auch jede Menge. Das beeinträchtigt natürlich den internationalen Handel und wir haben eben auch seit Ende des Zweiten Weltkriegs da sehr, sehr starke Bestrebungen gesehen, diese Handelshemmnisse abzubauen im Rahmen des zuerst des GATT, des General Agreement on Tariffs and Trade, das dann später die WTO, also die Welthandelsorganisation wurde. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viele bilaterale oder auch multilaterale Handelsabkommen zwischen Ländern in der Welt, die den Handel einfacher machen und dadurch auch den Handel beflügeln. Denken Sie an die EU zum Beispiel oder an nordamerikanische Abkommen oder natürlich auch multilaterale Handelsabkommen in Südostasien und in anderen Ländern, anderen Zonen der Welt. Also alle diese Aspekte zusammen und gerade das Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte hat dazu geführt, dass wir wirklich eine sehr rasante Globalisierung gesehen haben in den letzten Dekaden, insbesondere in den letzten 2, 3, 4 Dekaden. Vielleicht hat sich das alles ein bisschen abgeschwächt. Wir kommen vielleicht eher auf ein normales Niveau zurück. Aber wie gesagt, die Globalisierung ist da und ich sehe auch keine Anzeichen, dass sie in der nächsten Zukunft weggehen wird oder auch weggehen kann. Gut. Was sind denn die Auswirkungen der Globalisierung? Auch so eine Frage, ja, was bringt uns denn die Globalisierung überhaupt? Und das hier ist eine, ja, fast schon meiner Lieblingsgrafiken, muss ich sagen, zu diesem Thema, auch wenn ich sie nicht selbst gemacht habe. Aber der Sachverständigenrat hat diese Grafik mal in einem Jahresgutachten gehabt und ich fand sie wirklich so toll. Sitzt auch nicht am aktuellen Rand, aber Sie können diese Grafik eigentlich einfach weiterführen. Da hat sich nichts Großartiges dran geändert. Lassen Sie mich mal kurz erklären, worum es hier geht. Sie sehen hier die Entwicklung der Weltbevölkerung, das erstmal nicht unbedingt was mit der Globalisierung zu tun hat. Und Sie sehen natürlich, es geht hier von 1870 bis 2013. Wie gesagt, Sie können das relativ einfach weiterführen in Gedanken. Und was Sie hier erstmal sehen, ist ein rasanter Anstieg der Weltbevölkerung. Jetzt halt, das ist nichts Überraschendes. Wir sind mittlerweile bei über 8 Milliarden. Das hat nicht unbedingt was mit der Globalisierung zu tun. Der für mich interessante Aspekt dieser Grafik hier ist wirklich der, Sie sehen ja, es gibt einen grünen Teil und es gibt einen blauen Teil. Und der blaue Teil zeigt Ihnen die Weltbevölkerung. Die Weltbevölkerung, die in Armut lebt und der grüne Teil, die Weltbevölkerung, die nicht in Armut lebt. Jetzt möchte ich nicht unbedingt darüber diskutieren, wie man genau Armut definiert und es gibt da verschiedene Definitionen. Hier geht es, soweit ich das in Erinnerung habe, um eine absolute Definition. Das spielt nicht unbedingt die große Rolle hier. Hier geht es um das große Bild und das große Bild zeigt Ihnen hier ganz klar, wenn Sie sich anschauen, wir sind von einer Weltbevölkerung von ungefähr einer Milliarde, ein bisschen über einer Milliarde in 1870, von der, wenn Sie die blaue und grüne Linie oder den grünen Teil in 1870 zusammennehmen,
so der Großteil der Weltbevölkerung, über 95%, haben in Armut gelebt, wie auch immer das definiert wurde. Wenn Sie sich das heute anschauen, oder in 2013, heute ist es wie gesagt ähnlich, sehen Sie, der Anteil der Weltbevölkerung, die in Armut lebt, liegt sogar ungefähr 15%, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, auch auf Basis dieses Bilds hier. So, das heißt, wir haben im Zeitalter der Globalisierung eine sehr, sehr starke Reduzierung der Armut gesehen. Und zwar des Anteils der Weltbevölkerung, die in Armut lebt. Aber nicht nur der Anteil, sondern Sie sehen hier auch, dass die absolut gesehen, die Anzahl der Menschen, die in Armut lebt, 1970 waren es 1 Milliarde, heutzutage sind es weniger als 1 Milliarde. Also selbst absolut gesehen ist der Teil der Weltbevölkerung, der in Armut lebt, im Zeitalter der Globalisierung sehr stark gefallen. Und natürlich anteilsmäßig ist es ist noch viel, viel beeindruckender. Das liegt natürlich auch wieder an vielen Gründen. Hier ist kein Zusammenhang dargestellt, aber die Globalisierung spielt hier natürlich auch eine Rolle, weil sie natürlich viele, viele positive Effekte gehabt hat. Auf der Konsumentenseite sind die positiven Effekte vielleicht zusammenzufassen in diesem Regal eines Supermarkts. Es geht hier um Produktvielfalt und Produktpreise. Globalisierung führt dazu, dass wir eine Riesenauswahl haben an Produkten und dass auch Preise fallen. Ich weiß, heutzutage ist es vielleicht schwer zu denken, gerade in den letzten Jahren, wo wir doch eine sehr, sehr starke Inflation hatten. Mittlerweile sind wir wieder auf einem relativ normalen Niveau. Aber nichtsdestoweniger ist es ganz klar, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass Preise gesunken sind. Es gibt einen Kollegen in den USA, der das mal für die USA ausgerechnet bzw. geschätzt hat. Und er hat geschätzt, dass die Öffnung der USA gegenüber China Anfang der 2000er dazu geführt hat, dass Konsumentenpreise im Durchschnitt um knapp 10% gefallen sind. Nur der Eintritt Chinas in die WTO und die Importe aus China. Ja, ich denke, der Effekt der Globalisierung auf Preise, der dämpfende Effekt, ich denke, das haben wir in den letzten 2 Jahren leider eindrucksvoll erfahren müssen. Wenn zum Beispiel Rohstoffe wie Gas und Erdöl nicht mehr importiert werden, aus sehr, sehr guten Gründen, führt das eben dazu, dass Preise steigen, wenn sie nicht mehr vom günstigsten Anbieter eingekauft werden können. Wie gesagt, gibt es sehr, sehr gute Gründe für, aber das zeigt natürlich genau das Gegenteil dieses positiven Effekts, über den ich hier sprach. Also, das ist der wichtige Aspekt für Konsumenten. Preise sind gesunken und Konsumenten haben mehr Auswahl. Auf der anderen Seite führt die Globalisierung natürlich dazu, dass wir Beschäftigung schaffen. In Deutschland, das wurde eben auch schon angesprochen, die deutsche Wirtschaft ist sehr, sehr eingebunden und Beschäftigung werden durch Exporte geschaffen. Wir haben ungefähr in Deutschland eine Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe von ungefähr 7 Millionen. Wenn ich das so richtig, zwischen 6 und 7 Millionen, je nachdem, worauf man guckt. Und sehr, sehr viele dieser Jobs, dieser Beschäftigung ist in exportorientierten Unternehmen, so ungefähr 5 Millionen, je nachdem, welche Schätzung man nimmt. Und es ist auch ganz klar, das hat ein Kollege Jens Südekum mit Kollegen aus Düsseldorf einmal geschätzt. Auch da hat der Eintritt Chinas, die Öffnung Chinas dazu geführt, dass natürlich wir stärkere Importe haben und stärkeren Wettbewerb. Aber insgesamt gesehen durch die Öffnung Chinas auch für deutsche Exporte hat es dazu geführt, dass eben auch mehr Jobs geschaffen wurden. Er schätzt es ungefähr auf 1/4 Million, die zurückzuführen sind auf den Eintritt Chinas in die Handelsorganisation, einfach um mal eine Zahl zu haben. Also Beschäftigung ist sehr, sehr wichtig und Beschäftigung durch Globalisierung, Öffnung von Märkten bringt neue Wachstumschancen für Unternehmen. Wir haben aber auch negative Effekte und ein wichtiger
Aspekt ist die Verteilung der Gewinne durch die Globalisierung. Ich denke hier einfach mal, um auch hier wieder ein Bild zu haben. Ich habe das genommen, weil es für verschiedene Länder ist, auch wenn es jetzt auch nicht mehr ganz am aktuellen Rand ist, aber auch da sind die aktuellen Entwicklungen ähnlich. Sie sehen hier, dass der Anteil der Wertschöpfung, der zum Faktor Arbeit geht, also Lohneinkommen, ganz grob gesagt, dass der in entwickelten Ländern im Zeitalter der Globalisierung gefallen ist. Und zwar kommt es auf verschiedene Länder drauf an. In Spanien so um die 14% in dem Zeitraum, der da angegeben wird. In Deutschland reden wir hier um ungefähr 6-7%. Also der Anteil des Lohneinkommens oder der Anteil des Lohneinkommens am gesamten Einkommen der Volkswirtschaft ist gesunken. Im Zeitalter der Globalisierung heißt natürlich, dass der Anteil der Kapitaleigner gestiegen ist. Also es kommt hier zu einer Umverteilung und es führt zu Ungleichheit. Und das sehen wir auch in vielen Ländern, dass Ungleichheit, je nachdem, wie man sie misst, gestiegen ist. Das ist aber nicht nur in entwickelten Ländern so, sondern hier sehen Sie ein ähnliches Bild für Schwellenländer. Da sehen wir genau das Gleiche. Also es ist so, dass die Globalisierung dazu führt, dass innerhalb von Ländern es zu einer Umverteilung des Einkommens kommt. Generell gesagt, weg von niedrig qualifizierter Arbeit hin zu Kapital, aber auch hochqualifizierter Arbeit. Und ich denke, wenn man über Globalisierung spricht, gerade im heutigen Zeitalter, darf man so eine Grafik wie die hier, die ich leider sehr, sehr erschreckend finde, aber die darf man nicht vergessen. Hier geht es um die Umwelt. Was sind die Auswirkungen auf die Umwelt? Und hier sehen Sie im Zeitalter der Globalisierung, sind die CO2-Emissionen ganz rasant gestiegen. Und Sie sehen hier verschiedene Farben, sind die verschiedenen Regionen beziehungsweise auch Länder in der Welt. Und Sie sehen hier, dass China eine sehr, sehr große Rolle spielt heutzutage. Ein sehr, sehr wichtiges Land für Emissionen ist. Aber das Grüne hier sind die Vereinigten Staaten, aber auch die Vereinigten Staaten. Hier unten sehen Sie die EU, die Emissionen in den letzten Jahren etwas reduziert hat, aber immer noch sehr wichtig ist. Und Sie sehen hier auch die Rolle des internationalen Transports, also die Schifffahrt und so weiter und so weiter, die uns die Güter bringt, hat auch einen kleinen Effekt auf zusätzliche Emissionen. Also im Zeitalter der Globalisierung sind die Emissionen stark gestiegen in produzierenden Ländern, aber eben auch der Transport. Einen wichtigen Aspekt der Globalisierung möchte ich nicht unter den Tisch kehren und ich freue mich, dass Herr Martinet das ja auch schon angesprochen hat eigentlich. Denn mittlerweile ist der Ausdruck Wandel durch Handel ja fast schon ein bisschen verpönt. Aber ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Globalisierung, dass es eben generell gesehen so ist und auch immer noch so ist, dass Länder, die viel miteinander handeln, sehr stark mit in der Globalisierung verzahnt sind, auch relativ friedliche Beziehungen miteinander pflegen. Leider haben wir die große Ausnahme fast direkt vor unserer Haustür. Aber generell gesehen ist es doch so. Und ich denke, wir leben in dem großen Paradebeispiel für den Wandel für Handel. Und das ist die EU. Denken Sie zurück, wie es vor 100 Jahren hier ausgesehen hat. Die EU ist eines der Paradebeispiele dafür, dass Handel, Globalisierung zu besseren internationalen Beziehungen führt. Wir haben natürlich auch ein Aber und ich gucke so ein bisschen auf die Zeit natürlich auch. Ein wichtiges Aber ist, dass Globalisierung, Handel, Investitionen natürlich auch Abhängigkeiten schafft, die potenziell problematisch werden können. Corona-Krise wurde auch schon angesprochen. Wir haben Krisen und wir haben in diesen Krisen gesehen, Pandemien, wir hatten eine Sperrung des Suezkanals, wir haben im Moment Probleme im Roten Meer und wenn der Handel, wenn der Transport nicht floppt, bringt das Probleme mit sich, wenn wir zu stark vom Handel abhängig sind, wenn nicht produziert werden kann, wie es teilweise in der Corona-Pandemie der Fall war, kann natürlich auch nicht gehandelt werden und dann haben wir auch wieder Probleme. Gerade weil die globalen Wertschöpfungsketten, wie ich eben ja schon sagte, so sehr, sehr wichtig sind. Wenn
ein Akteur in der Wertschöpfungskette ausbleibt, hat das Folgen für den Rest der Kette. Und das haben wir leider erfahren müssen. Da springe ich jetzt mal drüber. Und einen anderen Aspekt der Abhängigkeiten, die ausgenutzt werden können, haben wir leider auch am eigenen Leib erfahren müssen in den letzten 2 Jahren. Und das ist der Handel als geopolitischer Spielball. Wir sehen hier die Gasleitung, die ausgenutzt wurde. Also die Handelspolitik zur Durchsetzung anderer strategischer Interessen. Russland hat es mit Gas und Öl versucht. In dem Zusammenhang wichtig sind natürlich auch, ist natürlich auch die andere Seite. Denn Handel führt dazu, dass eben die EU und die USA in diesem konkreten Beispiel eben auch einen Hebel haben, und das sind die Sanktionen, Handelssanktionen, Finanzsanktionen. Diesen Hebel gäbe es nicht, wenn es keine Globalisierung gäbe, wenn die Länder nicht vorhinein miteinander verzahnt werden, miteinander Handel treiben oder Finanzströme austauschen. Und hier vielleicht auch kurz eine Grafik. Hier sehen Sie auch über die Zeit von 1950 bis ja, fast heutzutage 2020, wie sich Sanktionen sind nichts Neues, aber sie sind in den letzten, ja, gerade in den letzten 10 Jahren doch sehr, sehr rasant angestiegen. Das sind natürlich nicht nur Sanktionen gegen Russland, hier reden wir über Sanktionen in der ganzen Welt. Iran ist da natürlich auch ein wichtiges Land, Nordkorea und so weiter und so weiter. Gut, wir haben die Sanktionen, was wir auch gesehen haben und das vor allen Dingen seit der Finanzkrise 2008, 2009 ist, dass Länder doch verstärkt darüber nachdenken, auf eigene Faust zu handeln, sagen wir es mal so, oder protektionistische Tendenzen wieder Fuß fassen. Das haben wir seit der Finanzkrise. Damals gab es ja auch die Buy America-Initiative des Präsidenten damals, aber durchaus auch in Deutschland und auch in China und in anderen EU-Ländern Politiken, um die Wirtschaft anzukurbeln, die auch durchaus protektionistische Tendenzen hatten. Oder was meine ich damit? Anders gesagt, Tendenzen, die darauf abzielen, insbesondere die heimische Wirtschaft zu stärken. Soll ja durchaus auch Teil der Industriepolitik sein, es zu machen. Und was Sie hier sehen, ist einfach, es sind Kollegen in St. Gallen, die das zusammenstellen, akribisch nachgucken. Das ist die Anzahl der handelspolitischen Maßnahmen, die Länder implementieren in einem Jahr. Und sagen wir, in 2009 waren das ungefähr 2000 in der ganzen Welt, 2000 handelspolitische Maßnahmen, die Länder implementiert haben und die protektionistische Tendenzen hatten. Es waren so um die 400 handelspolitische Maßnahmen, die Märkte geöffnet haben oder andere Liberalisierungen eingeführt haben. Also das haben wir hier, die blauen oder der blaue und der rote Balken. Und Sie sehen, dass es in den Jahren, auch nachdem die Finanzkrise vorbei war, gewiss nicht gefallen. Und es ist gerade im Jahr der Corona-Krise 2020 nochmal ganz rasant gestiegen. Hier gab es doch sehr viele, Deutschland durchaus auch ein Land, das sich hier an die Brust fassen muss oder an die Nase fassen muss. Hier wurden ganz klare Maßnahmen eingeführt, um das eigene Land zu bevorzugen, Exportrestriktionen und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, das sehen wir. Eine Grafik, die ich auch wieder ganz interessant finde, die Kollegen in St. Gallen gucken dann, also dass diese 2000 politischen Maßnahmen, die sind über die ganze Welt verteilt, ja, in welchen Ländern denn hauptsächlich? Und hier in dieser Grafik, je dunkler, je wichtiger. Und Sie sehen, die meisten dieser Maßnahmen wurden in den USA und in China implementiert. Aber Sie sehen auch in der Mitte, Deutschland ist ziemlich dunkelrosa, gerade im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Also doch starke Tendenzen, hier im Land auch protektionistische oder die eigene Wirtschaft stärker zu schützen, als über die Globalisierung nachzudenken.
Und vielleicht ganz interessant, ja, welche Länder sind da betroffen von den Maßnahmen? Das sind dann leider nicht nur die zwei oder drei, die hauptsächlich Maßnahmen einsetzen, sondern da sehen Sie wirklich, das geht über die ganze Welt. Insbesondere Nordamerika natürlich, die EU und auch China, aber auch viele andere Länder, die von Maßnahmen betroffen wurden. So, wie geht es dann weiter? Wie geht es weiter mit der Globalisierung? Ich denke, wichtige Punkte sind erstmal, der Protektionismus bringt Wohlstandsverluste. Punkt. Ausrufezeichen. Herr Trump, bitte zuhören. Das ist ganz klar und da gibt es auch kein Für und Wider. Es ist einfach so. Produktion findet in globalen Wertschöpfungsketten statt. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dann die Frage, ja, wozu führt uns Protektionismus? Selbst kleine Stellschrauben, Anpassungen können eben dazu führen, dass Globalisierung stark getroffen wird, weil sich das eben durch Wertschöpfungsketten durchsetzt. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt aus diesen Wertschöpfungsketten rauszukommen. Die Frage ist natürlich auch, wollen Unternehmen das erstmal? Und selbst wenn sie es wollen, ist es sehr schwierig, die Produktion relativ schnell umzuorganisieren, um die Rolle der Wertschöpfungsketten einzudämmen. Aber es ist auch so, dass zumindest bestimmte Konsumentengruppen und auch ein wachsender Anteil der Bevölkerung durchaus auch lokale Produktion nachfragt. Also auch darauf schaut, wo kommen denn die Güter her, die ich konsumiere, wie wurden sie produziert? Also es gibt hier durchaus verschiedene Tendenzen und da muss man sich eben als Unternehmen Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht. Und vielleicht ganz zum Schluss ein paar Fragezeichen, die Sie oder wir vielleicht noch weiter diskutieren können. Friendshoring wurde auch schon angesprochen von Herrn Martinet. Wie gesagt, es gibt wenig, das er nicht angesprochen hat. Also ist es so, wollen wir mehr Handelsabkommen mit vertrauenswürdigen Ländern oder ist das der Weg aus den Krisen, die ich eben angesprochen hatte? Ich habe vertrauenswürdig in Anführungszeichen gesetzt. Denn was sind vertrauenswürdige Länder? Das ist erstmal eine wichtige Frage. Wir haben Gas aus Katar importiert. Ist das ein vertrauenswürdiges Land? Wie vertrauenswürdig ist eine USA unter einem möglichen Präsidenten Trump? Also es gibt hier sehr, sehr viele Fragen. Generell natürlich, ja, man möchte mit Ländern handeln, die vertrauenswürdig sind, die ähnliche Werte haben, aber das kann sich über die Zeit ändern. Das haben wir leider in den letzten Jahren auch gesehen. Deswegen die Frage, ein Fragezeichen. Ein zweites Fragezeichen ist, wie weit wollen wir uns bei neuen Handelsabkommen öffnen? Denken Sie an mögliche Handelsabkommen mit durchaus vertrauenswürdigen Partnern, zum Beispiel Australien oder zum Beispiel auch Mercosur, die daran gescheitert sind, dass sich die Partner nicht wirklich darauf einigen konnten, wie weit sie sich denn öffnen wollen, insbesondere im Landwirtschaftssektor, aber auch im Dienstleistungssektor, ist eben die Frage. Und da muss man auch wirklich darüber nachdenken, auch als Regierung, wie weit wollen wir uns öffnen, wie groß, wie viel Einfluss wollen wir einem bestimmten Sektor in der Volkswirtschaft geben, gerade bei den Verhandlungen von Handelsabkommen mit vertrauenswürdigen Ländern. Wie weit können, wollen wir den Markt öffnen? Wie weit können, wollen wir auf Lobbyisten hören dabei? Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und natürlich, Handelsabkommen werden, gerade wenn die EU sie macht, doch sehr, sehr gern verpackt mit anderen Aspekten, Umwelt-, Sozialstandards, Gesundheitsstandards, die alle für sich genommen sehr, sehr wichtig sind. Aber müssen die in Handelsabkommen mit einbezogen werden? Natürlich ist es wichtig und es geht ja auch um die Frage, wie kann die Globalisierung nachhaltig weitergehen? Aber wie gesagt, gerade unter dem Aspekt der Handelsabkommen mit vertrauenswürdigen Ländern, mit dieser Frage, ist dann die Frage, ja, was, wenn dann ein Handelsabkommen mit einem durchaus vertrauenswürdigen Land scheitert, weil man sich eben da auch nicht wieder einigen kann, welche Standards mit rein sollten, beziehungsweise wie sie genau definiert werden sollten. Daher vielleicht die Frage, ja, vielleicht ist ein Handelsabkommen was anderes als ein Abkommen zu Umwelt- und Sozialstandards und sollte deswegen auch anders verhandelt werden.
Und dann haben wir natürlich die Frage, wurde auch schon angesprochen, und ich habe es leider die kurze Version genommen. Es heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da haben Sie recht, Herr Martini, natürlich. Aber ja, sind das auch wieder Aspekte, wie können wir damit umgehen? Sollte es sowas auf einer EU-Ebene geben? Ich denke, generell ist dieser Aspekt oder ist die Idee des Lieferkettengesetzes eine sehr, sehr gute, von denen beide Seiten, sowohl in Deutschland auch als auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, Unternehmen davon profitieren können, wenn es richtig gemacht wird. Und ich glaube, da ist das große Problem, dass so wie es im Moment implementiert ist in Deutschland, wir nicht wirklich sehen, dass die großen Vorteile da kommen können. Es ist, wie Sie ja auch schon sagten, ein Bürokratiemonster oder ein Bürokratieungetüm, und das muss es nicht sein. Es sollte, denn die Grundidee ist eine sehr, sehr gute, aus meiner Sicht. So, das sind einige der Fragen, mit denen ich Sie dann diskutieren lassen möchte. Und ich glaube, ich finde dieses Zitat der EU-Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, sehr, sehr interessant und wichtig. Damit verabschiede ich mich dann. We need partners, trade partners more than ever, but we have to engage on the basis of strength. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bringe Sie noch einmal zum Institut auf dem letzten Bild und ja, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Diskussion. Professor Görg, jetzt wo Sie uns so wunderbar diese ganze Globalisierung in all ihren Facetten geschildert haben, vielleicht noch geben Sie uns noch mit, vielleicht auf den Weg, was denn so aus Ihrer Sicht Ihnen am meisten Kopfschmerzen zerbreitet mit Blick auf die Globalisierung. Ist das ein Präsident Trump? Ist das die De-Risking-Strategie der EU oder auch von China selbst? Ist das der Krieg? Ist das das Lieferkettengesetz? Was ist denn sozusagen, wenn Sie einen Punkt nehmen können, mal nach vorne, wo Sie sagen, da steckt am meisten Risiko drin für die Globalisierung? Was wäre das? Ja, ich glaube wirklich der Punkt, der mir am meisten Kopfschmerzen macht, weil es eben auch sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, ist die Möglichkeit eines Präsidenten Trump. Ich denke, wir haben gesehen, dass unter seiner Präsidentschaft doch sehr, sehr viele Aktionen getätigt wurden, die ganz klar protektionistisch für den amerikanischen Markt sind. Das tun die Demokraten auch. Herr Biden hat es auch nicht unbedingt besonders stark geändert. Aber ich glaube eher, dass es bei Trump das Problem ist, dass wir eben nicht genau wissen, wie er reagiert. Und Sie sind alle Unternehmensvertreter, Sie wissen das besser als ich. Aber ich denke, eines der schlimmsten Sachen für ein Unternehmen ist die Unsicherheit, dass wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist doch ein sehr großes Problem, die Unsicherheit, die davon ausgeht. Was würde ein Präsident Trump machen? Wie würde er vorgehen? Inwieweit würde dann auch die EU in einen Handelskrieg mit den USA eintreten müssen? Ich glaube, das sind wirklich Probleme, die wir potenziell haben, die doch für die Globalisierung sehr, sehr schädlich sein können. Und natürlich auch damit verbunden, ich hatte ja angesprochen, Handelsöffnung, WTO, die WTO ist immer noch, ich würde mal sagen, tot. Und wir brauchen hier starke Länder, die da die Führung übernehmen, wie zum Beispiel die EU könnte es machen, wenn nicht so richtig. Und die USA unter einem Präsidenten Trump wird das natürlich auch überhaupt nicht machen und vielleicht sogar das Ganze komplett zu Grabe tragen. Und dann haben wir natürlich auch international keinen Rahmen mehr fürs internationale, fürs globale Handeln. Und das wäre natürlich auch ein riesiges Problem. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und viele Grüße nach Kiel. Und wir werden jetzt hier weiter diskutieren, nicht über Trump, sondern über die Globalisierung und die Lieferketten. Und dazu begrüße ich hier vorne auf dem Podium zum einen Robert Lippmann, sozusagen Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Darmstadt, sozusagen Hausherr. Er ist eingesprungen, weil Frau Freier-Lemke, die Leiterin der Vertretung des DIHK bei der EU,
wegen des Bahnstreiks nicht kommen kann, aber ich glaube... Ich gebe mir alle Mühe. Sie haben Heimvorteil. Dann begrüße ich Herrn Stefan Krüger. Er ist europapolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Dem gehört er seit 2014 an. Er ist auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und im Haupt- und Europaausschuss und bringt auch vielfältige Erfahrungen aus der Wirtschaft ein, war er doch Betriebsrat und Gesamtbetriebsratsvorsitzender in zwei Unternehmen der Energiebranche. Und dann begrüße ich zwei Menschen aus der Wirtschaft, einmal die Unternehmerin Sandra Wolf. Sie verantwortet als Mitgeschäftsführerin die strategische Ausrichtung des E-Bike-Herstellers Riese und Müller, der seinen Sitz in Mühltal nahe Darmstadt hat. Und ich habe vorhin auch schon gesehen, dass sie mit dem Fahrrad auch gekommen ist. Und sie und ihr Team von mehr als 900 Mitarbeitenden haben sich vorgenommen, bis 2025, das ist ja schon im kommenden Jahr, das nachhaltigste Unternehmen der E-Bike-Branche zu sein. Also eine Vertreterin eines ambitionierten Unternehmens, genauso wie auch Christopher Haas, der, wie auch Frau Wolf, sicher auch darüber berichten kann, welche direkten und indirekten Auswirkungen des deutschen Lieferkettengesetzes Unternehmen in ihrem Tagesgeschäft spüren. Er ist Geschäftsführer von Haas & Co. Magnettechnik aus Wiesbaden, einem typischen KMU. Und genau, und die Runde komplett macht dann, so, ich kann die Namen nicht alle auswendig, Michael Rudolf, der ist Bezirksvorsitzender des DGB in Hessen-Thüringen und war zuvor schon Koordinator der Europapolitik im DGB-Bezirk, bevor er dann den Bezirksvorstand übernahm. Ja, vielleicht noch mal kurz unser Kernanliegen für uns auf dem Podium hier heute Abend. Wir wollen uns eigentlich damit beschäftigen, wie es denn gelingen kann, im internationalen Geschäft soziale und ökologische Mindeststandards in den Wertschöpfungsketten europäischer Unternehmen zu schützen. Und uns auch dann der Frage widmen, was bedeutet dies eigentlich für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und uns der Frage widmen, wie hilfreich ist denn dabei eigentlich ein deutsches oder europäisches Lieferkettengesetz. Die Veranstaltung könnte eigentlich nicht aktueller sein, denn auf europäischer Ebene wird immer noch um ein europäisches Lieferkettengesetz gerungen. Derzeit ist es relativ unwahrscheinlich, dass es in dieser Legislaturperiode noch kommen wird, obwohl die Belgier, die derzeit dem Rat vorstehen, also das Gremium, in dem die Regierung nochmal beraten, nochmal weitreichende Änderungsvorschläge gemacht hat. Unter anderem soll die Schwelle, die in der europäischen Regelung vorgesehen ist, auf 1.000 Mitarbeiter hochgesetzt werden. Aber das ist alles noch unklar. Es ist auch unklar, ob da überhaupt wirklich am Ende des Tages noch in dieser Legislatur der EU drüber abgestimmt wird oder nicht. Ich möchte aber noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, bevor wir hier einsteigen, wie es denn eigentlich zu solchen Lieferkettengesetzen gekommen ist. Wir haben ja viel hier vorhin über die Globalisierung erfahren und vor allen Dingen auch über die wirtschaftliche Globalisierung. Und die soziale Globalisierung ist an der Stelle lange Zeit ein Stück sozusagen hinten runtergefallen. Es gab damals Bemühungen bei der Gründung der Welthandelsorganisation schon von Bill Clinton, der damals US-Präsident war, soziale Kriterien in die WTO zu verankern. Das ist aber aufgrund des Widerstands der Länder aus dem globalen Süden nicht gekommen, weil die wollten das nicht haben, weil sie darin sozusagen Protektionismus des Nordens sah. Gut, und dann hat man sich im Jahr 2011 auf Ebene der Vereinten Nationen, damals im Menschenrechtsrat, beschlossen, die sogenannten Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu verabschieden. Und damit blieb zwar einerseits die Verantwortung dafür, wie die Wirtschaft gestaltet ist, die Arbeitsbedingungen und so weiter, bei den einzelnen Nationalstaaten, in denen die wirtschaftlichen Tätigkeiten stattfinden, aber erstmals wurden auch gewisse Sorgfaltspflichten, daher kommt dann auch dieser Name Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wurden dann auch Unternehmen zugewiesen, die in diesen internationalen Lieferketten unterwegs sind,
die sich eben sehr schnell entwickelten. Und daran knüpfen eigentlich heutige Lieferkettengesetze an, die nicht immer Lieferkettengesetz heißen, also in den USA etwa zur Ächtung von Zwangsarbeit oder in Großbritannien, Australien und Neuseeland zum Problem moderner Sklaverei. Frankreich hat ein umfassendes Gesetz, Deutschland. Aber es beschäftigen sich auch viele andere Länder mit dem Thema: Japan, Südkorea, Malaysia, Indonesien, Kolumbien und Brasilien. Das mal nur so als Einstieg. Wir sind eben nicht in einem Thema, was nur die EU oder nur Deutschland beschäftigt, sondern das ist ein Thema, was global Thema ist. Ja, Herr Lippmann, auf europäischer Ebene wird immer noch um ein Lieferkettengesetz gerungen. Der Deutsche Industrie- und Handelstag war gegen das europäische Lieferkettengesetz, so wie es im Parlament und Rat im Dezember schon beschlossen worden war. Wie bewerten Sie denn jetzt eigentlich diese aktuellen Entwicklungen und wie sehen Sie das? Ja, also vielen Dank für die Betonung, dass wir gegen das Gesetz in der diskutierten und letztendlich vorgelegten Form waren. Die IHK-Organisation steht grundsätzlich zu den Zielen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung und damit letztendlich auch zu dem, was man mit dem Lieferkettengesetz intendiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, und daher die Ablehnung, das Gesetz ist schlecht gemacht. Das ist die grobe Zusammenfassung. Uns ist vielfach versprochen worden von Kommissionsmitarbeitern, auch von Parlamentariern, dass man aus den Erfahrungen mit dem deutschen Lieferkettengesetz lernt und den Anspruch hat, ein besseres Gesetz zu machen, also praktischer in der Anwendung, zielgenauer im Wirkungsbereich. Und das ist am Ende mit dem jetzt in der Diskussion befindlichen Entwurf nicht eingehalten worden. Und die Ablehnung der Bundesregierung kann insofern nicht überraschen, weil man sich seinerzeit im Koalitionsvertrag eben auch genau auf diese Kriterien verständigt hat. Klarere Rechtssicherheit, leichtere Anwendung. Das hat sich leider nicht in den politischen Verhandlungen erfüllen lassen. Insofern konnte das nicht überraschen. Und es ist auch wichtig zu wissen, am Ende haben 14 Staaten der EU dem Entwurf nicht zugestimmt. Das ist jetzt nicht eine deutsche Ablehnung, sondern das ist schon eine breite europäische Ablehnung. Deutschland allein hätte das Gesetz gar nicht verhindern können. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal letztendlich den Korrekturbedarf. Ich denke, die Pause, die sich jetzt vielleicht ergibt, weil die Kommission ja auch neu besetzt wird, tut dem Ganzen gut, nochmal nüchtern draufzuschauen, kann man das, was man da richtig intendiert, nicht tatsächlich praxistauglicher umsetzen. Jetzt hat ja vor allen Dingen in der Bundesregierung die FDP sozusagen auf die Bremse getreten und auch sehr dezidiert beschrieben, was sie daran stört, was jetzt in dieser Richtlinie drinsteht. Wenn man sich jetzt die neue Entwicklung anschaut, das, was jetzt sozusagen auf politischer Ebene diskutiert wird, also eine andere Schwelle, also Hochsetzen von 500 auf 1000 Leute oder auch Berücksichtigung, Streichung von bestimmten Risikobranchen, da war der FDP vor allen Dingen die Baubranche ein Dorn im Auge, die zivilrechtliche Haftung wird ziemlich zu Recht gestutzt. Da könnte man doch eigentlich sagen, dass die Kritiker, die ja vor allen Dingen auch in den Verbänden, den großen Verbänden waren und auch in der FDP, eigentlich erreicht haben, was sie wollten. Also ich kann zumindest jetzt für die IHK-Organisation sagen, dass wir schon noch mal ein, zwei andere Punkte sehen als die, die die FDP zuletzt auch Richtung Bundeskanzler adressiert hat, um die Ablehnung zu begründen. Punkt eins, diese Schwellenwerte, über die gesprochen wird, sind das jetzt 1000 Mitarbeiter und 250 Millionen Umsatzgrenze oder sind 750 Mitarbeiter und eine niedrigere Umsatzgrenze, die sind in der Praxis überhaupt nicht relevant. Das deutsche Lieferkettengesetz hat innerhalb von 2 Wochen gezeigt, dass letztendlich alle großen Unternehmen, die von dem Gesetz erfasst werden, 1:1 die Berichtspflichten in ihrer Lieferkette durchreichen, zum Schluss bis zu dem 5-Mann-Betrieb, der eben irgendetwas zuliefert oder ein Mittler ist, und da wird nicht differenziert. Und diese kleinen Unternehmen haben keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Das ist eine Erfahrung, die in dem aktuellen Gesetz nicht adressiert wurde, beziehungsweise es werden keine konkreten Vorschläge gemacht, wie kleine Betriebe dann, wenn sie 50 oder 100 Kunden beliefern, sowas handhaben sollen. Und der zweite Punkt, der vielfach von uns als Organisation eingebracht wurde, der auch keine Berücksichtigung gefunden hat: Es ist mir bis heute schleierhaft, warum Unternehmen, die jetzt nur innerhalb der EU beispielsweise wirtschaftlich aktiv sind, unter die volle Berichtspflicht des Lieferkettengesetzes fallen. Ich verstehe, dass man sagt, in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens, in den Schwellenländern, da gibt es Probleme mit Umweltstandards, da gibt es Probleme mit der Rechtssicherheit, mit Sozialstandards, dass die EU sich jetzt nicht mal traut, in ihrem eigenen Kernbereich zu sagen, Kinderarbeit ist bei uns kein Thema,
Und es gibt gewisse Sozialstandards, auf die wir uns schon lange verständigt haben. Insofern braucht es da keine Berichtspflicht für. Das ist eigentlich erschreckend und das zeigt aus meiner Sicht, dass da die Verwaltung einfach noch sehr theoretisch auf diese ganze Fragestellung guckt und sich mit der konkreten Umsetzung und dem Umsetzungsaufwand überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Gut, Herr Grüger, die Sozialdemokraten waren ja in Brüssel eine der treibenden Kräfte hinter dem europäischen Lieferkettengesetz. Wie sehen Sie denn jetzt die aktuelle Situation? Würden Sie sagen, das, was da jetzt noch übrig ist, sollte man trotzdem beschließen oder ist es dann besser, gleich zu warten und die Sache zu verschieben? Ja, also zunächst einmal möchte ich noch einmal sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass ich wieder hier in der IHK Darmstadt bin, wo ich vor 20 Jahren als Wirtschaftsjunior tätig war. Der ein oder andere kennt mich noch aus dieser Zeit und deswegen komme ich immer gerne hierher, nicht nur zum Sommerfest. Und jetzt zu der Frage, also wir Sozialdemokraten bedauern natürlich sehr, dass auf europäischer Ebene das Lieferkettengesetz gescheitert ist. Und ich hatte gerade eindeutige Zeichen gemacht. Ich halte es auch für diese Legislaturperiode natürlich, also weil die Wahlen kommen jetzt mit Macht auf uns zu, für gescheitert. Und ehrlich gesagt, haben starke Bedenken, was die Zusammensetzung des nächsten Parlaments angeht und die Handlungsfähigkeit des Parlaments und die Handlungsfähigkeit der Kommission. Wir müssen mal das Ergebnis der Europawahlen abwarten und dann schauen, ja, was wir dann machen können. Es wäre im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit auch deutscher Unternehmen wichtig gewesen, das hinzubekommen, ein europäisches Lieferkettengesetz. Wobei ich sage, also Herr Lippmann hat in einem Punkt absolut recht. Also das fehlende Selbstvertrauen der Europäischen Union in sich selbst, also was ökologische und soziale Standards angeht, ist wirklich erschreckend, das sehe ich auch so. Aber ansonsten geht es ja darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen in ganz Europa herzustellen und nicht nur einseitig die Unternehmen, die halt nun zufällig ihren Sitz in Deutschland haben, in einer besonderen Art und Weise auf die Finger zu schauen, anderen dann nicht. Und das ist übrigens das, was mich auch am meisten an dem Vortrag, wie soll ich sagen, gestört hat. Ja, also soziale und ökologische Kriterien sind nicht irgendein nettes Add-on, sondern es geht darum, wir haben hier sehr hohe soziale und ökologische Standards und um unsere Wirtschaft vor den unfairen Wettbewerbsmethoden anderer Länder zu schützen, müssen wir dafür sorgen, dass die diese Standards auch erfüllen müssen. Das geht um Ökonomie. Oder wie halt eben ein amerikanischer Präsident mal gesagt hat, it's the economy, stupid. Ich glaube, Sie wollten kurz noch reagieren, ja, bevor ich... Vielleicht eine kleine Ergänzung. Das europäische Lieferkettengesetz hätte das, was Sie jetzt angepriesen haben, nämlich Wettbewerbsgleichheit innerhalb der EU, auch nicht hergestellt. Es ist als Richtlinie vorgesehen. Richtlinie gibt den Ländern eine große Umsetzungshoheit und es ist sogar eine Richtlinie ohne die Single-Market-Klausel, die zumindest den Gestaltungsspielraum einengt. Also zu erwarten, dass dann freiwillig in der EU 27 Staaten oder 26 Staaten sich auf das Sicherungsniveau Deutschlands einlassen, halte ich für ausgeschlossen. Und insofern ist da schon ein Konstruktionsfehler drin, den man einfach mit einem Neustart dieser Regelung dann in Form einer Verordnung dringend beheben sollte. Also da haben wir uns missverstanden, ja, weil die EU hat ja einheitliche Standards und natürlich unterscheiden die sich zwischen den 27 Ländern zum Teil gravierend, aber nichtsdestotrotz haben wir ein Single Market. Ja. Also das heißt, wir prüfen innerhalb der EU nicht noch einmal, ob Standards eingehalten werden oder nicht, weil es gibt gemeinsame EU-Standards und die müssen auch bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes natürlich eingehalten werden. Gut, da haben wir, glaube ich, hier schon Klarheit geschaffen. Also nichtsdestotrotz bleibt es natürlich bei unterschiedlichen Regelungen. Es gibt ja auch Länder wie Frankreich, die zum Beispiel weitergehen. Die haben eine zivilrechtliche Haftung, die gibt es nicht im deutschen Lieferkettengesetz. Also die Landschaft ist da sehr heterogen. Herr Rudolf, der DGB gehört auch zu den Unterstützern des geplanten europäischen Lieferkettengesetzes. Wie sehen Sie die Entwicklung und was bedeutet das eigentlich für die Arbeitenden in den Lieferketten europäischer Unternehmen? Ich teile die Einschätzung von Stefan Grüger, was das Gesetz angeht. Aus meiner Sicht ist das Ding tot.
Realistischerweise wäre noch bis zum 11. März Zeit, um zu einem Kompromiss zu kommen. Das ist in 4 Tagen. So. Und ansonsten ist das gesetzesgeberisch, verwaltungstechnisch überhaupt nicht mehr umsetzbar. So. Zunächst mal bedeutet es erstmal keine Verschlechterung für die Standards, die wir hier haben, weil wir haben ein Lieferkettengesetz, das auch funktioniert. Die Skepsis der EU vor sich selber kann ich durchaus nachvollziehen, weil hier so ein paar Kilometer weiter ist ein Rastplatz in Gräfenhausen. Da haben wir durchaus gesehen, dass Regulierung innerhalb der EU nicht greift. So. Und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, ich nenne es auch immer eher Lieferkettengesetz, aber ich freue mich, dass die Arbeitgeberseite genau weiß, wie man es ausspricht, hat dazu geführt, dass wir erstmalig offenlegen konnten durch eine Kontrolle, dass es massive und systematische Verstöße gegen Regulierung und deutsche Gesetzgebung gibt, die von den Auftraggebern aus meiner Sicht wissentlich in Kauf genommen worden sind. So. Diesen Schutz kriegen andere in der EU jetzt nicht. Für die deutschen Beschäftigten in deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen, wäre die Richtlinie auch mit den Kompromissen, die die FDP ja schon erfolgreich in das Gesetz reinverhandelt hat, nachdem sie, bevor sie es abgelehnt hat, hätten durchaus Verbesserungen auch für Deutschland bedeutet. Wo ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ist, wie jetzt die Einschätzung Deutschland gegenüber ist, was die europäischen Partner angeht. Also, dass erst ein Kompromiss fertig ausgehandelt wird und dann wird gesagt, nee, wir unterstützen das jetzt aber nicht mehr. Das halte ich persönlich im Moment für wesentlich gefährlicher. Wir haben eben schon über Verlässlichkeit gesprochen und gehört. Das ist das, was an der Stelle äußerst bedenklich ist. Aber ich sage, zum Glück haben wir in Deutschland ein Lieferkettengesetz, was funktioniert, vor allem dann, wenn es kontrolliert wird. Ja, das ist ja interessant. Der erste Fall tatsächlich, der groß von der zuständigen Behörde, die für das deutsche Lieferkettengesetz zuständig ist, dem BAFA, spielt in Deutschland. Wir denken ja eigentlich eher, wenn wir an Lieferketten denken, an diese globalen Arbeitsbeziehungen, zu denen man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen sollte. Diese Globalisierung, die wir vorhin gesehen haben, seit Ende der 80er Jahre, ging halt auch damit einher, dass heute etwa ungefähr 2 Milliarden Menschen in diesen globalen Wertschöpfungsketten arbeiten. Das sind die Leute, über die wir reden. Und allein die Zahl der Arbeitenden in den textilen Wertschöpfungsketten entspricht mit 78 Millionen Menschen ungefähr der Einwohnerzahl Deutschlands. In den Güterketten der Automobilwirtschaft sind es so ungefähr 29 Millionen. Das sind mehr Beschäftigte, als Australien Einwohner hat. Das nur mal so, um klarzumachen, wir reden hier wirklich über viele Menschen. Und vor allen Dingen zwischen 1995 und 2005 wanderten halt sehr viele Produktionen in den globalen Süden, viel auch nach China. Und mir hat mal 2016 dann ein Manager eines großen deutschen Automobilzulieferers gesagt, es hieß immer so salopp dann in dem Unternehmen, je weiter im Osten, desto niedriger die Kosten. Und was man eigentlich überhaupt nicht gesehen habe, seien so diese ganzen Risiken, die man sich in dieser global verteilten Lieferkette eingekauft hätte. Man hätte oft überhaupt nicht mehr gewusst, wo am Ende des Tages auch bestimmte Dinge herkommen. Und vielleicht mal nur so zum Anfang. Würden Sie diese Diagnose hier in der Runde teilen oder würden Sie das anders sehen? Gut, also einfach nur mal, damit man sich mal klar macht, wo kommen wir eigentlich her und warum hat man sich angefangen, auch über diese Dinge Gedanken zu machen. Und dann ist ja auch noch ein spannender Aspekt, den ich kurz nur dazu stellen will. Man hat ja eigentlich immer auch gesagt, eigentlich sollen die Länder sich da selber drum kümmern. Aber wenn man sich dann mal vor Ort umschaut, ist das teilweise ja auch ziemlich schwierig. Also wenn man sich mal so den Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbundes anguckt, da will ich nur 2 Zahlen nennen für 2023. Da wurden 149 Länder analysiert und von denen war in 9 von 10 Ländern das Streikrecht verletzt worden und in 77% der Länder waren Beschäftigte vom Recht auf die Gründung von Gewerkschaften ausgeschlossen. Also es sind auch Betriebsgewerkschaften. Deswegen mal die Frage, Herr Rudolph, lässt sich an diesen Zuständen eigentlich durch ein deutsches oder europäisches Lieferkettengesetz etwas ändern? Ja.
Wenn man sich unternehmerisch dafür interessiert, ja. Also weil es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Gräfenhausen und der Situation in anderen Ländern. Gräfenhausen war hier, also war in Deutschland und wurde in Deutschland kontrolliert und eine Nachweispflicht erbracht. Wenn wir jetzt, ich sag mal, das Streikrecht und die Vereinigungsfreiheit, genauso wie die Frage nach Gründung von Betriebsräten, gehört für uns selbstverständlich zum demokratischen Kanon eines Landes. Das ist nicht überall ganz so selbstverständlich wie hier. Und ich sage mal, das Lieferkettengesetz soll ja dazu führen, dass Unternehmer sich am Ende nicht nur für die Lochgröße im Endprodukt interessieren, sondern auch für die Produktions- und Herstellungsbedingungen. So, wenn man da drauf guckt, kann man durchaus Dinge verändern, weil ich entscheide ja immer selber, mit wem ich Handel betreibe und mit wem nicht und welche Ansprüche ich daran an meine Handelspartner stelle. In dem Kontext sehe ich auch soziale Standards in internationalen Abkommen oder das Lieferkettengesetz. So, und von daher hilft das dabei, indem es sensibilisiert. Also es gibt ja keinen, Sie müssen ja nicht den Schnüffelhund spielen nach dem Gesetz, aber Sie müssen eine plausible Analyse betreiben, ob es Gefahren, soziale oder ökologische, in Bezug auf die Handelspartner gibt. So, und alleine das verändert schon den Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und verändert damit natürlich auch die Situation in anderen Ländern. Von daher würde ich ja sagen, aber es ist auch nicht einseitig die Aufgabe von Auftraggebern an der Stelle, sondern schon auch Aufgabe von Demokratien selber, sich dieser Herausforderung zu stellen. Aber man kann den Handel da nicht rausnehmen. Also ich finde, Wirtschaft und Demokratie gehören zusammen und sind keine zwei getrennte Paar Schuhe. Bevor ich jetzt gleich zu den wichtigsten Menschen hier in der Runde komme, nämlich den Unternehmern, noch eine Frage an Herrn Krüger. Die Welt hat sich ja stark verändert durch Pandemie, den Krieg in der Ukraine, dem Systemwettbewerb mit China. Stärken oder Schwächen eigentlich an der Stelle dann Lieferkettengesetze, die Position Europas und seiner Wirtschaft in diesem Umfeld? Ja, also wir sind ja nicht bei Faust und wir versuchen nicht alle Probleme aus einem Punkt heraus zu lösen. Und also das Lieferkettengesetz alleine macht noch keinen Frühling und das muss eingebettet sein in eine Vielzahl von Maßnahmen und vor allen Dingen in eine, ich habe es gerade schon angedeutet, in eine wirtschaftspolitische Grundidee, nämlich, dass wir hier sehr hohe Standards haben und es ist im Interesse aller Handelnden, auch der Unternehmen und natürlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir diese Standards am besten überall anders auch haben. Und was nicht sein kann, ist, dass China uns im Augenblick unsere Solarindustrie zum Beispiel kaputt dampft, einfach mit Subventionen, mit Dumping, mit Umweltdumping, mit Sozialdumping. Das ist ein unfairer Wettbewerb und das ist eine Diktatur, die macht das bewusst, das ist ihr Ziel, ja, unsere Solarwirtschaft kaputt zu machen, um dann alleiniger Supplier für die ganze Welt zu sein. So denken Diktaturen und das ist halt eben der Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien und deswegen müssen wir tatsächlich über die Risking und solche Dinge reden, aber das Ziel ist, wir wollen keinen unfairen Wettbewerb. Wir wollen fairen Wettbewerb und das ist der Grund, warum wir es für sinnvoller halten, mit Ländern, die das auch wollen, zusammenzuarbeiten und solche Länder halt eben, ich sag mal, eher mit Glacé-Handschuhen und vorsichtig anzufassen, denen das wirklich, ich darf das mal so, ja, Arbeiter, also so wie ich es bei der IG Metall gelernt habe, ja, denen das scheißegal ist. Ja, und China ist ein solches Land. Die wollen keinen fairen Wettbewerb, die wollen Dominanz. Die wollen die Welt beherrschen. Das ist eine Diktatur, die will wirklich die Weltherrschaft und nutzt alle Mittel dazu, auch die Handelspolitik, Subventionen. Und wenn wir uns davon abhängig machen würden, wären wir wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert. Frau Dr. Wolf, Herr Haasens, ist mir nach, jetzt juckt es doch ein kleines bisschen. Jetzt muss ich mal zwei Punkte einwerfen, einfach für die weitere Diskussion. Ich bin bei der Analyse sozusagen, dass China außenwirtschaftlich eine sehr dezidierte Strategie verfolgt, vollkommen dabei. Dass Sie jetzt aber so tun, als hat das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf EU-Ebene dann keine Auswirkungen letztendlich auf unsere Fähigkeit, Handelspolitik zu betreiben, würde ich ein großes Fragezeichen machen.
Indien, da soll auf EU-Ebene verhandelt werden. Der indische Botschafter hat in Berlin mehrfach gesagt, dass es ihm wie neokolonialistische Einflussnahme vorkommt, dass man aus Deutschland jetzt in Indien sozusagen Rechtsetzung beeinflussen möchte. Kanada, eigentlich ein friendly state, würde ich meinen, seit 2017 ist das Freihandelsabkommen mit Kanada nicht final ratifiziert. So, also das sind selbst die Staaten, wo wir sagen, da müsste es doch eigentlich was geben, tut sich nichts. Und dann die Zahl der Gewerkschaften, 77% der Länder werden die Sozialstandards nicht eingehalten. Wo bitteschön wollen Sie denn dann hin diversifizieren, wenn Sie aus China raus wollen? Wo kriegen wir denn unsere seltenen Erden her? Wo kriegen wir unsere konfliktfreien Mineralien her? Und dann machen wir den Bogen noch zusammen. Wo bitteschön bauen wir denn dann die Produktionsanlagen, wenn auf kommunaler Ebene keine Flächen für Gewerbeentwicklung freigeben werden? Also das ist am Ende keine schlüssige Politik, die hat keine Zielhierarchie. Und die einzelnen Maßnahmen, die können Sie gut begründen, aber wenn Sie das in einen großen Kontext setzen, dann läuft das ins Leere. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Gestaltungsmacht der Europäischen Union in Außenhandelsfragen hat in den letzten 10 Jahren massiv abgenommen. Wer das nicht sieht und nicht klar benennt, der macht am Ende auch politisch die falschen Weichenstellungen. So, jetzt bin ich auf die Unternehmer gespannt. Ja, aber dazu nur ganz kurz. Okay, dazu. Noch ganz kurz. Also ganz kurz. Herr Lippmann, vielen Dank, dass Sie mir recht gegeben haben, weil die Frage war, ob das Lieferkettengesetz quasi allein seligmachend ist. Und ich habe gesagt, nein, wir brauchen eine insgesamt, also eine global gedachte Handelspolitik, ja, und eine Außenhandelspolitik. Und zwei Sachen noch dazu. Also, wenn es nach mir geht, ja, gibt es kein Problem damit, Industrieflächen auszuweisen. Und ich setze mich seit Jahrzehnten dafür ein, ja, dass wir eine industriefreundliche Politik in einem Industrieland wie Deutschland machen. Und das haben auch die Darmstädter Genossen mit Leid erfahren, dass ich mich hier, was die Produktion von Merck angeht, da massiv für eingesetzt habe. Und der zweite Punkt, seltene Erden gibt es halt, die sind gar nicht so selten, die gibt es halt überall und nicht nur in China, aber da muss man natürlich auch ertragen, Bergwerke aufzufahren. Und ehrlich gesagt, ich habe durchgesetzt, dass in dem SPD-Bezirk Hessen-Süd und im Landesverband, im SPD-Landesverband Hessen, in der Programmatik drinsteht, dass wir nichts gegen das Auffahren von neuen Bergwerken haben, ja, weil wenn man Rohstoffe braucht, dann muss man sie halt eben auch fördern. Und dann darf man natürlich da nicht rumweinen, dass dann ein Loch im Boden gemacht werden muss. Ja, ich glaube, da sind wir schon auf der oberen, ja, Sie kommen jetzt gleich dran, da sind wir sozusagen auf der Metaebene jetzt in einer total spannenden Diskussion der Frage, gibt es eigentlich genügend sozusagen Länder, mit denen wir wirtschaften können, die bereit sind, auch dieses faire Wirtschaften zu machen? Aber jetzt mal abrüsten und kommen wir mal runter in die Unternehmenswelt und die Frage, was bedeuten denn all diese Regulierungen, die es gibt, eigentlich konkret für Unternehmen? Frau Wolf, bis 2025 will Riese und Müller zum nachhaltigsten E-Bike-Unternehmen werden. Was für Kriterien legen Sie da eigentlich dabei zugrunde und welche Rolle spielen dabei dann auch die Lieferketten für Ihr Unternehmen? Ja, danke, dass ich was sagen darf. Weil es natürlich extrem spannend ist, wie Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema betrachten. Und ich glaube, wir sind ja auch die Protagonisten. Und diese Vision, die wir 2020 ausgerufen hatten, hatte eigentlich gar keine Kriterien. Und dann die Frage bekomme ich ja öfter gestellt, was genau liegt dahinter? Woran messen Sie das? Woran misst Riese und Müller das? Und wir haben keine Kriterien, weil der einzige Grund, diese Vision zu formulieren, war damals, also es ist eigentlich schon so 2017, 18 entstanden, dass uns relativ klar war, dass die Fahrradbranche etwas tun muss. Wir sind ja in einem Dilemma, also auf der einen Seite haben wir ein Produkt, jetzt vor allem bei Riese und Müller, wir produzieren Alltagsfahrräder und bringen Menschen weg vom Auto eher zum Fahrrad, also wir machen keine Sportfahrzeuge und das ist ein Produkt, mit dem wir unsere Kundinnen und Kunden auf einen nachhaltigen Lebensstil bringen und die sich auch bewusst dafür entscheiden. Auf der anderen Seite sind wir aber ein produzierendes Gewerbe mit all den Vor- und Nachteilen und vor allem mit einer internationalen globalen Lieferkette. Also wir haben zum Beispiel 180 Zulieferer weltweit. Die Fahrradbranche ist traditionell sehr stark in Asien verortet. Vor allem die Rahmenherstellung findet mehrheitlich in China, in Taiwan, Vietnam statt.
wenn man in billigere Rahmen geht, dann auch in anderen Ländern. Mittlerweile, kann ich gleich noch was dazu sagen, zum Thema Nearshoring, auch mittlerweile in Europa. Aber die Grundidee dieser Vision war, einfach ein Zeichen in die Branche zu setzen und zu sagen, es ist wichtig, etwas zu tun und wir benennen das. Und damit haben wir aus meiner Sicht die Fahrradbranche sehr stark aufgerüttelt, weil man sich eben sehr, sehr lange darauf ausgeruht hat, etwas Gutes für die Welt zu tun, aber die Lieferkette als solche das nicht dargestellt hat. Und in dem Zuge sind sehr, sehr viele Initiativen entstanden, wie man eben zusammenarbeiten kann. Wir werden oft mit der Automobilindustrie verglichen. Dort ist man schon weiter, was jetzt auch Zusammenarbeit zwischen einzelnen Herstellern oder Zulieferern angeht. Aber daraufhin sind einfach wahnsinnig viele Initiativen entstanden und auch wir haben uns einfach nochmal auf links gedreht. Und das heißt einerseits, was passiert am Standort hier in Mühltal und andererseits, was passiert wirklich in unserer Lieferkette, wo haben wir unsere Probleme, wo müssen wir genauer hinschauen und wo müssen wir auch wirklich dran arbeiten. Kennen Sie denn Ihre Lieferketten? Wir kennen unsere Lieferkette, also wir haben 2021 mit einer Software eine komplette Transparenz der Lieferkette initiiert und haben alle unsere Lieferanten, sind mittlerweile bei 98% in der ersten Stufe, also in Tier 1, die wir erfasst haben und mit denen wir dann auch, also wir haben ein sehr gutes System, wie ich finde, wo wir sehr genau wissen, was die Themen sind und im Prinzip wird in dieser Software dargestellt und das sind sehr umfassende Fragebögen, die alle Lieferanten auf die gleiche Ebene stellen, auf Tier 1, Tier 2 und auch Tier 3, also bis zum am besten in die Wiege sozusagen. Und wir haben eben 98% unserer Zulieferer erfasst mittlerweile. Und was diese Software kann, ist, dass wir einerseits Heatmaps bekommen. Also wir sehen, welche Länder haben grundsätzlich ein Thema, weil sie aufgrund von Diktaturen oder aufgrund von bekannten Themen wie Modern Slavery dieses Thema haben und unser Auftrag ist es dann nochmal mit, also haben wir überhaupt Zulieferer dort und wie sind die aufgestellt? Weil ich finde, da muss man schon auch nochmal differenzieren, dass nicht jedes Unternehmen, das in China agiert, also jeder Zulieferer, wir haben ja keinen Standort in China, Menschenrechte missachtet oder Umweltschutzmaßnahmen missachtet, sondern man muss gucken, wie sind die Standards in den Ländern, aber wie ist auch der einzelne Partner? Und das haben wir gemacht, also wir sind bei eben 98% bei unserer ersten Stufe und mittlerweile bei 51% der zweiten Stufe. Die dritte Stufe ist zugegebenermaßen schwierig, aber ich sehe das vollumfänglich als Prozess und deshalb, und da haben Sie bestimmt auch Ihre Meinung dazu, weil Sie genau in derselben Situation sind, ist für mich ein Lieferkettengesetz ein Start in eine Transformation. Und ich bin keine Politikerin, ich kann Gesetze nur rudimentär beurteilen, ob die gut sind oder schlecht. Ich weiß nur, dass es wirklich absolut notwendig ist, ein solches Gesetz auch europäisch auf die Strecke zu bringen, weil es ein Zeichen ist. Und ich sehe alle Unternehmen, die sich damit beschäftigen müssen, das führt nach meinem Empfinden immer zu etwas Besserem, auch in Sachen der Partnerschaft, in Sachen globaler Handelspartner. Mit jedem Lieferanten, mit dem ich gesprochen habe, sind einfach bessere Sachen rausgekommen. Und ich finde, das ist wichtig zu sagen, dass es ein riesen Bürokratiemonster vielleicht ist, aber das ist, wir machen gerade Jahresabschluss, das ist ehrlich gesagt der Jahresabschluss mit der Wirtschaftsprüfung genauso. Und es ist einfach wichtig, es zu tun. Ne? Und nochmal, bevor ich zu Ihnen komme, die Frage, Sie haben sich ja mit diesen Lieferketten beschäftigt und eigentlich so in der DNA dieser Lieferkettengesetze steht, ist am Ende des Tages drin eigentlich der Gedanke, dass genau Unternehmen das tun, also sich mit diesen Risiken beschäftigen. Also ist das schwierig, sozusagen die Risiken in der eigenen Lieferkette zu identifizieren oder würden Sie sagen, die haben Sie jetzt eigentlich erfasst? Also es ist nach wie vor ein Prozess und es tauchen immer wieder neue Schwierigkeiten auf und manchmal gibt es auch Fragestellungen, die man nicht beantworten kann. Als Beispiel von einem Zulieferer, der einen Standort in Indonesien hat, der bereits sehr nachhaltig arbeitet. Die sagen dann, okay, ich kann eigentlich in Indonesien nichts bauen, wenn ich nicht
bestimmtes Geld bezahle, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Ja, dann könnte ich jetzt sagen, das ist Korruption. Was bedeutet es für mich? Also ich bin permanent schon in der Situation, Dinge bewerten zu müssen. Das kann man, finde ich, nicht, das ist einfach so. Und, aber im Austausch gibt es Lösungen. Ich werde den indonesischen Staat als Unternehmerin nicht verändern. Es gibt Themen, wo wir, also wir haben eher Themen jetzt in unserer Lieferkette, die gehen dann teilweise in Staub und mit Geräuschentwicklung ist es viel zu laut in den Werken oder was bei uns vielleicht ein Thema ist, in Lacke, wo wir dann gucken, wo können wir nach Europa wieder shiften. Also ich finde, es ist machbar, aber vielleicht ist ein Fahrradhersteller nicht vergleichbar. Ich bin jetzt auch, ich bin am Ende der Kette sozusagen, nach mir kommt nur noch der Fachhandel oder der Endkunde. Ich bin nicht in der Situation eines Automobilzulieferers, der vielleicht 20 Mitarbeitende hat und 300 Betriebe, mit denen er zusammenarbeitet. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich finde es machbar, aber ich glaube, warum ist es machbar für mich? Weil ich sehe, dass wir die Haltung dazu haben. Für mich ist es keine Regulation, die mir übergestülpt wird. Ich sehe mich als verantwortliche Unternehmerin und deshalb ist es mein Auftrag, auch zu heilen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja? Und keiner von uns möchte ein T-Shirt haben, wo wir wissen, dass Kinderarbeit drinsteckt. Das möchten wir einfach nicht. Keiner hier im Raum, keiner, der irgendwie das hört und sieht und der diese dramatischen Themen einfach sieht. Und ich möchte nicht, dass das in meiner Lieferkette passiert, obwohl es immer ein Restrisiko gibt. Und das ist das, was im Prozess zu verändern gilt. Ja? Herr Haas, Ihr Unternehmen beschäftigt sich mit Magnettechnik. Wie sehen denn Ihre Wertschöpfungsketten aus und erkennen Sie sich in dem, was Ihre Unternehmenskollegin geschildert hat, wieder? Wie gehen Sie mit diesen Risiken um? Wie gestalten Sie das? Ja, also bei einem Punkt kann ich gleich schon mal recht geben. Bei uns ist es auch intrinsisch motiviert. Das muss man ganz klar dazu sagen. Als Unternehmer haben Sie eine gewisse Verantwortung und die tragen Sie auch nicht nur für Ihre Mitarbeitenden in den eigenen Firmen, sondern auch irgendwo in der Lieferkette. Bei uns ist es ein bisschen anders, wir sind wirklich ein Chaos-KMU, also mit 25 Mitarbeitenden, und das ist genau, was Herr Lippmann gesagt hat, es ist egal, ob Sie 1.000 oder 500 Mitarbeitende irgendwo mit einsetzen, bei uns flattern immer noch jede Woche Codes of Conduct ins Haus und irgendwelche Prüfungen, die Sie machen sollen. Das ist so, also das ist ein Riesenaufwand, vor allen Dingen, weil Sie jedes Stück einzeln prüfen müssen, Sie haben keine Vorgabe, es gibt ja nicht mal einen, den man jedem irgendwie auf den Tisch legt, jeder hat seinen speziellen, also das ist ein ganz großer Aufwand, das ist der bürokratische Aufwand, den Sie haben, der recht problematisch ist. Wir arbeiten, das hatten Sie ja gesagt, mit Magneten, das heißt, bei uns sind selten Erden, unter anderem neben den Magnetfolien, die man kennt, so für die Automagnetschilder zum Beispiel, das ist ein ganz unproblematisches Produkt, weil Sie da Ferritpulver verwenden, aber wir verwenden eben sehr viel selten Erden, also Neodym. Da schon mal ein Widerspruch dazu. Der Zug, mit dem wir ändern das mal und machen woanders eine Mine auf, der ist schon längst abgefahren. Das hat China so früh erkannt. Wieso ist der Zug abgefahren? Weil der Zug abgefahren ist, weil die Chinesen, sagen wir zum Beispiel im Neodym-Bereich bei uns, die Chinesen haben diesen Markt ganz fest im Griff. Sie kriegen ihr Kobalt, was wir auch teilweise benötigen, das kommt offiziell dann auch aus China. Jeder weiß, dass das im Kongo abgebaut wird, aber der erste Zwischenhändler ist ein Chinese. Das heißt, dieser Markt wird dominiert, der wird auch gesteuert. Da kriegen wir unsere Quoten, ja oder nein. Sie hatten so einen Fall, weil Sie das mit Mina angesprochen haben. Anfang der 10er Jahre sollte das in Australien eröffnet werden, mit einer Kooperation von einem australischen und einem amerikanischen Unternehmen, wenn Sie da Standards einhalten wollen. Und das Ganze kommt in die Öffentlichkeit, fällt der Weltmarktpreis, bis so ein Projekt eingestampft wird und danach steigt er wieder. Also unser Problem ist, wir müssen diese seltenen Erden importieren aus China und wir sind vor 12 Jahren dazu im Prinzip aufgerufen worden, uns damit zu beschäftigen, mit unserer Lieferkette über einen großen Kunden auf einem Lieferantentag, der den Unternehmensthema Nachhaltigkeit gestellt hatte und dann nachmittags kam und hat gesagt, ihr habt jetzt 2 Jahre Zeit, EcoVadis zertifiziert zu werden. Und dann fängt man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben unseren Tier-One-Partner, das ist bei uns sehr überschaubar, die Lieferkette. Aber unser Tier-One-Partner ist in China. Und da wissen wir was, da sind wir vor Ort, da können wir uns das mit angucken, haben in den letzten Jahren auch als kleines Unternehmen einiges bewegen können. Aber wenn Sie die Wertschöpfungskette verfolgen und sich damit mal beschäftigen, was da passiert, also kommen Sie nachher, da könnten Sie jetzt eine Liste hier hinlegen zu dem Thema Neodym, mit Umweltverschmutzung, Kinderarbeit, alle schönen Risiken und alle negativen Themen können Sie überall einen Haken dran setzen. Das ist nachvollziehbar, das wird im Tagebau unter teilweise unmenschlichen Bedingungen gewonnen, Flotationsverfahren ausgeschwemmt, Thorium wird freigesetzt, also Radioaktivität, da gibt es wahrscheinlich keine Schutzkleidung. Das sind
Womit wir uns dann beschäftigt haben, oder ich mich in erster Linie, sind Studien von Universitäten. Uni Graz hat sich da schon vor vielen Jahren mit beschäftigt. Sie haben eine Lieferkette, die wirklich nach dem Tier-One-Partner auch in den Schmelzen schon alles, was wir eigentlich damit bekämpfen wollen oder ändern wollen, parat hält. Aber das heißt, Sie beschreiben ja eigentlich eine gewisse Alternativlosigkeit, ja, genau, in der, ja, Beschaffung. Also bei unserem, Sie wissen, was los ist, ja, aber Sie haben gar keine Alternative. Genau. Bei uns ist es wirklich das Problem, dass Sie ein Quasi-Monopol haben. Das ist ein Monopol der Chinesen. Und wir haben kein Substitut. Das heißt, es gibt keinen anderen Werkstoff, der das ersetzen könnte. Also ganz simpel gesprochen, jeder, der sein Smartphone dabei hat, das wäre nicht so klein, wenn Sie da Neodym nicht drin hätten, weil einen anderen Magneten, der diese Leistungsfähigkeit hat, wäre wesentlich größer. Also würde ein Smartphone heute ganz anders aussehen. Eine Autobatterie, nehmen Sie Windkraftanlagen, wo teilweise bis 3 Tonnen verbaut sind im Offshore-Bereich. Also das sind dann bei uns grüne Technologien, also Fortschrittstechnologien. Aber hintendran wissen wir, dass diese Lieferkette so ist. Und wir standen eben wirklich vor ein paar Jahren vor dem Thema, sollen wir das jetzt einstellen, unser Geschäft, weil wir wissen, wie schmutzig unsere Lieferkette ist und wir können sie nicht ändern, oder was machen wir damit? Wir haben uns dazu entschieden, also wir haben jetzt den zweiten Nachhaltigkeitsbericht nach dem Nachhaltigkeitskodex veröffentlicht und haben gesagt, wir bringen es ganz offensiv nach vorne und berichten, was ab unserem Tier-1-Partner passiert. Genau, Sie machen das sozusagen transparent. Jetzt führen Sie ja zwei Unternehmen, die eigentlich beide von der Anzahl der Mitarbeiter nicht unter das deutsche Lieferkettengesetz fällt. Ich glaube, bei Ihnen arbeiten 900 Leute, bei Ihnen 25. Kommt das trotzdem bei Ihnen an, dieses deutsche Lieferkettengesetz? Ja, jeden Tag. Also wie gesagt, es hat bei uns vor 12 Jahren im Prinzip schon angefangen, wenn es heißt, Sie müssen als Lieferant EcoVadis zertifiziert sein, dann haben Sie gar keine Chance, das zu machen. Das lief dann damals zu 20% ins Lieferantenscoring mit ein. Wenn Sie Nahlieferant sind und da nichts machen, vielleicht keine Zertifizierung bekommen, sind Sie bei 80% und das können Sie dann auch. Dann sind Sie nämlich mal ganz schnell ein B-Lieferant und dann wird überprüft, wie gut Ihre Leistungsfähigkeit ist. Also Sie kommen da gar nicht raus. Deswegen ist genau das eigentlich, was wir ja auch öfter sagen oder was von uns öfter gekommen, es muss mal eine Handlungsanweisung geben oder auch eine Verfahrensanweisung. Herr Lippmann hat es vorhin schon gesagt, was kleine Unternehmen, KMUs in diesem Bereich eigentlich machen sollen, weil sie sind so ein bisschen dieser Spielball. Ist das auch Ihre Erfahrung? Nee, weil wir sind eben ja kein Zulieferer und ich glaube, das ist der große Unterschied. Aber ich glaube, was das Beispiel ja sehr gut zeigt, ist, dass allein schon das Öffentlichmachen eines Problems gefühlt die halbe Miete ist. Also das ist meine Erfahrung. Wir haben ja in der E-Bike-Branche auch seltene Erden, die von unseren Zulieferern verwendet werden. Und auch da darauf hinzuweisen, was sind die Themen und wie kann man damit umgehen. Gibt es auch positive Beispiele, wenn man die Firma Schwalbe anguckt, die jetzt zum Beispiel mit Kautschuk einfach komplette Fairtrade-Initiativen, eigene Plantagen in Sri Lanka und dort eben auch auf die Arbeitsbedingungen achtet, dann sind es eben auch schon Fortschritte, dass man sagt, da gibt es ein Problem gerade auf Kautschuk-Plantagen oder wir haben ja das Kobalt-Problem und es wird einfach zumindest mal benannt und es wird man guckt einfach, wo kann man sich weiterentwickeln. Also ich finde den Punkt, das transparent zu machen und zu sagen, hier hängt meine Einflussmöglichkeiten ja auch ganz wesentlich. Nur der Punkt ist, das EU-Lieferkettengesetz in seiner ursprünglichen Form hätte jetzt Herrn Haas im Zweifelsfall Klagemöglichkeiten ausgesetzt und das nicht mal von seinen direkten Kunden, sondern tatsächlich Verbandsklagerecht von Nichtregierungsorganisationen. Und da entsteht natürlich schon eine Rechtsunsicherheit, die im Zweifelsfall dazu führt, dass eine Firma, wenn sie sich diversifizieren kann, sich dann aus bestimmten Märkten zurückzieht. Dann kriegen sie Marktkonzentration, weil größere Unternehmen dann im Zweifelsfall halt die eigene Mine betreiben, wenn sie sich die leisten können und haben da andere Einflussmöglichkeiten. Und da entstehen Zweit- und Drittrundeneffekte, die auch sozialpolitisch nicht gewollt sein können. Die können wirtschafts- und sozialpolitisch nicht gewollt sein und die machen im Zweifelsfall dann die Ergebnisse in den Drittstaaten, die wir versuchen zu beeinflussen, auch nicht besser. Und ich wollte aber einfach nochmal so als Querverbindung, warum tun wir uns mit dem Gesetz, in dem Entwurf, wie er vorliegt, schwer? Ich wollte jetzt eigentlich über das deutsche Lieferkettengesetz reden. Wir hatten ja über das EU-Lieferkettengesetz gesprochen. Die Firma würde gar nicht darunter fallen, weil es sind 25 Mitarbeiter und die Grenze sind 250 im Extremfall bei dem Entwurf der EU. Aber lassen wir das jetzt abgeräumt. Ich wollte nochmal auf diesen Punkt eingehen. Zuletzt hat in einem Interview mit mir der Präsident des BAFA, also der Behörde, die das Lieferkettengesetz kontrolliert, nochmal ganz klar gesagt,
dass diese Pflichten nicht abgewälzt werden dürfen von Unternehmen auf andere Unternehmen wie Ihres. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hilft das nicht viel, oder? Ja, was abgewälzt werden darf und was nicht, das sind halt zwei Paar Schuhe. Also das sind wir bei der Theorie und Praxis. Es ist halt so, dass es weitergegeben wird. Und wir müssen, das heißt, Sie müssen so ein Assessment machen, Sie müssen so eine Zertifizierung machen, um liefern zu können. Ansonsten geht es nicht. Ich meine, wir haben uns darauf umgestellt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war, ist bei uns auch ein Transformationsprozess, der schon viele Jahre anhält und der ist schmerzhaft. Aber bringt für uns auch mittlerweile dazu, dadurch, dass wir zum Beispiel im EcoVadis-Bereich ein sehr gutes Rating haben, dass wir teilweise dann jetzt auch Aufträge bekommen und andere Mitbewerber dann im Prinzip ausstechen können, die sich gar nicht damit beschäftigen. Also es ist schwierig, und da kommen wir eigentlich damit hin, dass man eine Regelung finden sollte, wo auch was für kleine Unternehmen mit eingebracht wird, weil wir stehen wirklich im Regen, was das betrifft. Gut, in dem gleichen Interview hat mir der Präsident des BAFA, Thorsten Safarik, heißt der gute Mensch, auch gesagt, er wünsche eigentlich, dass die Verbände, die immer gegen das deutsche Lieferkettengesetz wettern, eher ihren Mitgliedsunternehmen helfen sollten, das Gesetz umzusetzen. Ziehen Sie sich den Schuh an, Herr Lippmann? Ach, das ist ja jetzt schon fast ein kleiner Sprungturm. Drei Gedanken dazu. Punkt 1. Es ist gesetzlicher Auftrag der Industrie- und Handelskammern und auch des DIHK, Politik und Verwaltung im Sinne ihrer Mitgliedsunternehmen zu beraten, auch durch öffentliche Stellungnahmen, also durch Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, dass viel Unsinn, der auch mal im Entwurf des deutschen Lieferkettengesetzes stand, verhindert werden konnte, weil wir versucht haben, deutlich zu machen im Politikkontakt, im Verwaltungskontakt, was es in der Praxis bedeutet. Da ist noch einiges zu tun, aber das ist unsere gesetzliche Aufgabe und die nehmen wir auch ernst. Das müsste auch dem BAFA bekannt sein. Punkt 2, die IHK-Organisation hat schon seit einigen Jahren beispielsweise einen Zertifikatslehrgang zum nachhaltigen Lieferkettenmanagement im Angebot, der jetzt auch verstärkt nachgefragt wird. Auch über das Netz der Auslandshandelskammern sind wir dabei, Unternehmen zu befähigen. Also das, was er sich wünscht, wird getan. Der dritte Punkt ist, man soll ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber ich würde mir vom BAFA schon wünschen, dann auch mal zu sehen, wie sieht es denn in der Praxis aus. Die Handreichung des BAFA zum deutschen Lieferkettengesetz hat 40 eng beschriebene Seiten mit 437 Fragen. 437 Fragen Hilfestellung für kleine und mittlere Unternehmen, um das Gesetz anzuwenden. Und diese 437 Fragen müssen Sie, wenn Sie eine gewisse Produktdifferenzierung und eine gewisse Kundendifferenzierung haben, ja mehrfach durchgehen. Und da würde ich jetzt den Ball zurückgeben, da wäre es vielleicht auch am BAFA, dann auf der Verwaltungsebene mal den einen oder anderen Hinweis zu geben, wie kann man das eigentlich schlanker darstellen, damit es dann in der unternehmerischen Praxis eben auch anwendbar ist. Ja, wir diskutieren jetzt hier noch ganz kurz hier oben und Sie können sich schon mal Ihre Fragen im Kopf zurechtlegen, weil dann Sie gleich gefragt sind. Herr Lippmann, noch ganz was anderes. BASF zieht sich jetzt aus Xinjiang zurück, also der Region, wo China repressiv gegen die Minderheit der Uiguren vorgeht. VW steht auch unter Druck, sich ebenfalls aus dieser Region zurückzuziehen. Ist das auch eine Folge des deutschen Lieferkettengesetzes und wie beobachten Sie das? Also unternehmerische Einzelentscheidungen zu Investitionen oder Deinvestitionen kommentieren wir jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, das, was man aktuell sehen kann in vielen Märkten, ist eine gestiegene Sensibilität für Fragen von Nachhaltigkeit, sowohl sozialer als auch ökologischer und ökonomischer Dimension. Ob es dafür unbedingt ein Gesetz gebraucht hätte und ob das Gesetz nun tatsächlich der maßgebliche Grund ist oder ob es da nicht im Zweifelsfall eher um Reputationsrisiken in einer immer transparenteren und immer sensibleren Gesellschaft geht, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Herr Krüger, Herr Rudolph, haben Sie zu dem, worüber wir hier diskutiert haben, noch etwas zu ergänzen? Ich habe eine Nachfrage, die hatte ich eben schon. Weil Sie haben ja eingangs gesagt, Sie stehen zu dem Lieferkettengesetz, aber nicht so. Und dann habe ich eigentlich nur noch gehört, wie es nicht geht. Wie hätten Sie es denn gern? Also es gibt so ein paar ganz konkrete To-Dos, die wir auch versucht haben, im politischen Prozess einzubringen. Also Punkt 1 hatte ich angesprochen, erstmal Ausnahmeregelung für alle Unternehmen, die erstmal nur innerhalb der EU und im Zweifelsfall auch in Staaten wie den USA und Kanada aktiv sind, weil letztendlich das die großen Baustellen nicht sind und nicht sein können. Auch das Thema mit Polen, das Sie angesprochen haben, das mag vertraglich alles sauber gewesen sein, dass der Unternehmer die Löhne nicht gezahlt hat, ist eine andere Fragestellung. Die hat eigentlich mit dem Lieferkettengesetz
vergleichsweise wenig zu tun. Der zweite Punkt ist Standardisierung, wenn dann große Unternehmen schon sozusagen Teile des Informationsbedarfs an kleine durchreichen. Warum gibt es beim BAFA nicht einen Zweiseiter mit 5 Leitfragen, die standardmäßig formuliert sind, und eine elektronische Datenbank, in der ein Unternehmen einmal im Jahr für seine Produktkategorien das hinterlegt und seinem Kunden einen Token gibt, dass es abgerufen werden kann. Dann ist es in einem System dokumentiert und man erspart sich dauernd andersfarbige, anders formatierte Fragebögen mit im Kern denselben Informationen zu befüttern, nur weil einer aus einer Frage 3 gemacht hat, dann diese Einzelfallbearbeitung. Und da gibt es schon eine Reihe. Das nächste wäre, warum überhaupt das Lieferkettengesetz so breit ansetzen. Wir haben heute schon auf EU-Ebene zum Thema Konfliktmineralien, zum Thema seltene Erden, zum Thema entwaldungsfreie Lieferketten, Sustainable Finance, CSRD-Richtlinie, viele, viele Berichtspflichten, viele, viele Regulierungen. Braucht es tatsächlich einen generalisierten Ansatz des Lieferkettengesetzes daneben auch noch, der dann an vielen Stellen ja doppelt abfragt? So. Und die Frage ist bis heute nicht beantwortet. Also was ist eigentlich schon an Berichtspflichten da, die anderen Kriterien erfüllen würden? Insofern gibt es noch ein paar mehr Punkte, das kann man dann gerne nochmal vertiefen. Also sind Sie im Kern doch dagegen? Also ich muss jetzt Ich bin im Kern für Handhabbarkeit. Ich sehe den Einfluss, den europäische Wirtschaft weltweit haben kann, aber die Frage ist Verhältnismäßigkeit. Gewinnen wir etwas mit tausenden Seiten von Papier, die in irgendeiner Schublade vor sich hin liegen und nie überprüft werden? Ist das wirklich so? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt größere Hebel, Kontrolle da, wo man Risiken hat, Elfenbeinküste. Dass in der Elfenbeinküste das Thema Zwangsarbeit virulent ist, ist vollkommen bekannt. Aber warum die Elfenbeinküste genauso behandelt wird wie beispielsweise Indonesien, konnte mir bis heute noch keiner erklären, weil viele der Fragestellungen, die sie bei der Elfenbeinküste anwenden, in Indonesien ganz offensichtlich in der Form nicht da sind. So. Und die Differenzierung fehlt in dem Ganzen. Gut. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass es hier... Also vielleicht würde ich gerne noch da trotzdem einen Satz dazu sagen, weil ich finde, bei der Diskussion wirkt es so, als wären wir Unternehmen die Opfer. Und das finde ich extrem schade bei der Diskussion rund um Menschenrechte und Umweltschutz. Und ich sehe, egal ob die Regulatorik zu stark ist, was wir uns nie wünschen als Unternehmer, das ist völlig klar. Ich sehe schon, dass wir einen massiven Handlungsspielraum und auch einen Gestaltungsspielraum sowohl für Deutschland als auch, oder fangen wir in Hessen an, als auch für Deutschland, also für Europa haben. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung, dass wir eben mitgestalten und uns nicht ausschließlich als Opfer und als, wirkt angstmachend, ja, wenn wir nur über dieses Thema, das eigentlich ein tolles strategisches Thema ist, dass wir so darüber sprechen und somit Angst vor diesem Thema machen. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir rauskommen aus dieser reaktiven oder gar, ich muss hier etwas tun, was ich gar nicht will, hin zu, wo sind meine Gestaltungsspielräume und wie kann ich auch mitverändern. Ich kann nur für mich sprechen, die Fahrradbranche ist nicht klein. Ich sehe aber schon, dass ich einen großen Gestaltungsspielraum habe, andere mitzunehmen und mitzureißen und wirklich auch zu unterstützen und zu inspirieren und zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, es ist vielleicht jetzt noch hakelig, es ist mühsam und es ist vielleicht auch nicht bis zuletzt und die Haftbarmachung, was weiß ich, aber ich glaube, der Gestaltungsspielraum, das, was wir uns wünschen, der ist eklatant groß bei diesem Thema und das ist für den Standort Deutschland wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir gut aufgestellt sind. Da spreche ich jetzt nicht über die nächsten 3 Jahre, sondern über die Zukunft, ja, über die langfristige Zukunft, die sie vielleicht selbst ich nicht mehr erleben werde. Und ich glaube, das ist der ultimative Auftrag. Und deshalb bitte ich darum, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigt werden, sich dafür zu engagieren. Und da finde ich schade, wenn wir bei einem Wort bleiben wie Lieferkettengesetz, sondern dass es um die Sache geht. Und die Sache heißt einfach Menschenrechte auf der einen Seite und Umweltschutz auf der anderen Seite. Und das weltweit, nicht nur hier in Darmstadt oder Mühltal oder sonst irgendwo. Ja. Gut, ich kann Sie jetzt schwer erkennen mit den Lichtverhältnissen, aber es gibt jetzt eine freundliche Dame, die mit einem Mikro bewaffnet ist und wenn Sie sich melden, kommt sie zu Ihnen und dann können Sie vielleicht kurz sagen, wer Sie sind und ob Sie einen Kommentar, eine Anregung oder Frage haben. Also Fragen sind uns hier am liebsten. Das
Ja, mein Name ist Max Poser von der IWI GmbH aus Bensheim. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Wolf. Erstmal aber Kompliment, vielen Dank für den letzten Aufschlag, wo Sie gesagt haben, es macht keinen Sinn, sich in einer Opferrolle zu bewegen, sondern den Gestaltungsspielraum zu nutzen. Das hat meinen Abend heute gerettet. Vielen Dank. Die Frage, die mich interessiert, ist folgendes. Sie haben vorhin sehr schön gesagt, dass es Ergebnis einer strategischen Entscheidung war, zu sagen, wir wollen der nachhaltigste Fahrradhersteller werden. Das ist vollkommen konsequent bei den Produkten, die Sie machen, bei den Kunden, die Sie ansprechen. Von daher, erste Klasse. Mich würde interessieren, welche Herausforderungen sind Ihnen da begegnet, sowohl im Unternehmen als auch außerhalb, und wie konnten Sie diese Herausforderungen, sage ich mal, überwinden? Denn es passiert ja auch nicht von heute auf morgen, dass ein Unternehmen sich in allen Ebenen einem solchen hohen strategischen Ziel verpflichten kann. Ja, also das ist, wie Sie sagen, schon zweigeteilt. Ich hatte das vorhin ja auch angesprochen, dass wir, als wir uns dazu bekannt haben, dass wir sehr strategisch anzugehen, erstmal um das eigene Unternehmen und unsere eigenen vier Wände gekümmert haben, was ich auch jedem wirklich, der sich auf den Weg macht, empfehlen würde. Und ich persönlich bin da sehr motiviert rangegangen und bin natürlich erstmal davon ausgegangen, dass jeder Mitarbeitende das total gut findet und auch dabei ist. Und dem ist nicht so, weil es ist eben auch an einem Arbeitsplatz in Deutschland teilweise mit Veränderung verbunden, wenn sie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, und manchmal auch mit mehr Arbeitsschritten, die vielleicht auch erstmal neu gelernt werden müssen. Und das hat mich doch ziemlich ernüchtert, dass eben nicht alle immer auf meinem Kurs waren oder auf unserem Kurs. Das beste Beispiel, was zu einem relativ großen Verärgernis geführt hat, ist, dass wir nur noch fleischfreie Kost anbieten, was für mich total selbstverständlich war. Ich bin keine Vegetarierin, aber einfach aus verschiedensten Gründen, dass ich dachte, das ist ein tolles Statement, und das hat schon zu extrem intensiven Diskussionen geführt, auch bei unseren Händlern, die zum Besuch kamen. Ja. Und das ist ein Beispiel, was eigentlich irgendwie lustig ist, aber also wir hatten Händler, die dann den Tag verweigert haben, weil es schon an der Einladung hieß, es gibt nur vegetarisches Buffet. Und das ist aber ein Beispiel dafür, dass es eben nicht so leicht ist und man wirklich ganz viele Hürden umschiffen müssen. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den internen Verpackungskreislauf, tolles Projekt, gesagt haben, wir kaufen kein Verpackungsmaterial dazu, sondern das, was reinkommt, zumindest bei unseren kleinen Teilen, geht auch wieder so raus. Und die Empörung bei unseren Händlern war relativ groß, dass wir ihnen quasi ihren Müll schicken. Ja? Und sie kommen halt immer wieder an solche Punkte, also das sind kleine Beispiele, wo sie erst einen Schritt vorgehen und dann zwei zurückgehen, um eigentlich die richtige Richtung einzuschlagen. Also es gibt nach wie vor vegetarische Kost, aber man muss wirklich sehr, sehr viel nachdenken. Oder wir haben jetzt gerade ein Produkt rausgebracht mit einem hohen Anteil von recyceltem Aluminium, wo ich auch echt Feuer und Flamme war vor 3 Jahren. Und ich dachte so, oh, nächstes Jahr kommt das Produkt, und jetzt sind 3 Jahre rumgegangen, weil natürlich alle Vorlieferanten erstmal zertifiziert werden müssen. Also wir gehen Stück für Stück vor, und ich finde, was toll ist, ist einfach mit kleinen Projekten zu starten, die auch ein Erfolgserlebnis geben. Im Außen muss ich sagen, also dieses Thema auch eine neue Software, wenn Sie sich für eine transparente Lieferkette, Sie müssen Menschen darauf schulen, dass es eine neue Software gibt. Wir hatten großes Glück mit unseren Zulieferern, die alle sehr, sehr partnerschaftlich waren und mit Freude diese Fragebögen ausgefüllt haben. Es sind tolle Gespräche und tolle Projekte daraus entstanden, aber auch da haben sie welche, die man erst überzeugen muss, ja, die das erstmal nicht so gut finden, die das als Bürde erleben. Und so kommen wir, also tagtäglich habe ich immer ein Erfolgserlebnis und vielleicht auch 2 Misserfolgserlebnisse. Und ich glaube, darauf muss man sich einstellen, dass es eben so ein Lifelong-Project ist und das eben nicht bis 2025 abgeschlossen sein wird. Und ich finde, wenn man das ablegt, zu sagen, ja, ich habe zwar eine Vision, aber ehrlich gesagt, ja, das kann auch das 2025 sein, aber die Sache ist wichtig. Es wird schwierig bei den Themen. Ja, es ist aber, das ist diese Multigenerationen-Idee zu sagen, das ist jetzt nicht nur für heute, das ist für die Zukunft. Also ich könnte noch stundenlang darüber berichten, es ist kein einfacher Weg, aber ich muss wirklich sagen, A, sie treffen unheimlich tolle Menschen auf diesem Weg, viele junge Menschen, die vielleicht das auch studieren, das muss ich also auch nochmal wirklich eine Lanze für junge Menschen setzen, die uns unheimlich viel Impulse gesetzt haben. Und es ist ein Weg, sie müssen jeden Tag selbst
jetzt als Unternehmerin dazulernen. Und das finde ich auch toll. Und deshalb kann ich auch da nur wirklich ermutigen. Ja. Also, wenn ich ganz kurz noch was dazu ergänzen darf. Wir sind wesentlich kleiner, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, was Sie gesagt haben, dass man sich nicht als Opfer immer sehen darf. Also wir haben diesen Transformationsprozess auch angestoßen. Und ich fand das eben sehr interessant von Ihnen zu hören. Wir setzen zum Beispiel jetzt, arbeiten wir auch an so einer Software, um die Lieferkette transparent zu machen. Ganz spannende Erfahrung, unsere drei chinesischen Tier-1-Partner, die waren da sofort mit dabei, die sind damit eingestiegen und mit denen konnte man das sehr gut machen. Wir haben eher Probleme gehabt in Deutschland, weil wir normalerweise zum Weiterverarbeiten mit lokalen Partnern arbeiten, auch mit zum Beispiel einem großen Klebehersteller im Norden von Deutschland, der eine riesen Nachhaltigkeitsabteilung hat, aber da nicht mit einsteigt, weil das ist nicht so das Thema für ihn, was so wichtig ist. Also verfolgen wir auch so und ich gebe Ihnen da 100% recht, wir haben Absolventen auch gehabt, die dann für oder eine Absolventin, die für uns dann den Nachhaltigkeitsbericht erstellt hat. Das ist für uns mittlerweile auch wirklich, wenn Sie in den Bereich Fachkräftemangel gehen und Nachwuchsgewinnung, das ist definitiv ein Thema, was Ihnen auch junge, motivierte Leute noch ins Unternehmen bringt. Also das ist, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, Werte zu vermitteln, das ist auch heute wirklich ein Thema, was immer wichtiger wird. Gut. Gibt es hier noch weitere Fragen? Ja, ich hätte auch noch einen Beitrag. Mein Name ist Armin Schütz und ich beschäftige mich mit nachhaltigem Wirtschaften. Mein Background ist auch Export und Import von Produkten, damals in der Wasserbranche und heute eben in verschiedenen anderen Branchen. Ich war in China und habe das auch erlebt, wie Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsumfeld umgehen und war auch teilweise geschockt, in welchen Arbeitsbedingungen sie gearbeitet haben und da standen auch deutsche Abnehmer dahinter. Im Grunde genommen ist es doch eigentlich auch eine Perspektive, auf die man sich einlassen muss, um Globalisierung verstehen zu können aus verschiedenen Richtungen. Das heißt auch mal ins Ausland zu gehen und zu schauen, wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Deshalb ist es gut, dass die Unternehmer hier diesen Schritt machen und sich dort ein Bild machen und deshalb auch ihr eigenes Handeln verändern wollen. Vielleicht ist es auch ein Ansatz hier in der Handelskammer, darüber nachzudenken, dass man eben diese Partnerschaften etwas stärkt. Ich kenne es aus der Vergangenheit, wenn wir Gesetze gesehen haben in China, dann waren die teilweise ziemlich ähnlich einem deutschen Handelsrecht. Und sie haben verschiedene Normen übernommen, weil sie es integriert haben. Das spricht zwar gegen eine aktuelle Führung der Politik, aber auf der anderen Seite, wenn man Vorreiter ist, dann nehmen sich viele Unternehmen aus China auch ein Beispiel daran, was es bedeutet, wenn man nachhaltiges Wirtschaften macht. Und erst diese Woche war ich auf der Messe und habe gesehen, dass sehr viele ausländische Unternehmen eben das Thema Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz und ökonomisches Wirtschaften auf ihrem Logo hatten. Deshalb ist mein Anspruch oder mein Wunsch an Sie in der Handelskammer, sich in diese Perspektive hereinzuversetzen und das mal anzunehmen und durch Best Practice nach außen zu tragen. Herr Lippmann, ich glaube, fühlen Sie sich da angesprochen? Tue ich tatsächlich und sehe da auch überhaupt gar keinen Widerspruch. Das ist ja gerade zwar so ein kleines bisschen geteasert worden, aber wie gesagt, hinter dem Ziel stehen wir total. Die Frage ist, wie kann man es schlank umsetzen? Und ich hatte ja gerade eben schon darauf verwiesen, dass wir also sowohl Weiterbildungsangebote, also wir haben Sensibilisierungsangebote, um Unternehmen, die mit solchen Themen bisher überhaupt gar keinen Bezug hatten, abzuholen. Wir haben Qualifizierungsangebote, um eben die Befähigung der Unternehmen herzustellen. Wir arbeiten stark in Netzwerken und unser Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern ist wirklich auch vor Ort unterwegs, auch mit Kontakt dort in Politik und Verwaltung, um diesen Transfer, der gerade eben skizziert wurde, eben da, wo es eine Offenheit dafür gibt, auch zu ermöglichen. Also es ist viel in Bewegung und ich möchte Frau Dr. Wolf da auch nochmal danken. Also es soll hier bitte nicht der Eindruck entstehen, dass es eine Abwehrhaltung der Wirtschaft gibt. Ich glaube, die Frage, wie geht man den Weg, ist eine andere, als ob man diesen Weg geht. Und hier sitzen zwei tolle Beispiele, letztendlich von gelebter unternehmerischer Verantwortung, die jetzt doch im Wesentlichen auch ohne den Gesetzeszwang unterwegs sind. So, die haben sich mit letztendlich ihrer Wirkung, ihrer gesellschaftlichen Wirkung in allen Dimensionen beschäftigt und haben da Ableitungen davon getroffen. Und ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Unternehmen heute auf genau diesem Weg unterwegs sind. Und das andere haben wir.
ausreichend diskutiert. Aber weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, vielleicht, also aus meiner journalistischen Erfahrung aus den letzten 10 Jahren, ich finde das toll, dass jetzt hier zwei Unternehmer sitzen, die das so offen formulieren, weil meine journalistische Erfahrung der letzten 10 Jahre war, dass sehr lange Zeit viele Unternehmen sozusagen im Hintergrund genau diese Einschätzung geäußert haben, die Sie jetzt hier deutlich gemacht haben und auch hier im Publikum, aber nicht öffentlich. Und dass sozusagen die öffentliche Debatte, was Lieferkettengesetze zum Beispiel anbelangt, in Deutschland und auch in der EU sehr stark eben von den Verbänden bestimmt worden ist. Und da hat sich schon so eine Schere aufgemacht für mich. Es war oft sehr schwierig, überhaupt Unternehmen zu finden, die sich in Positionen, die sich im Hintergrund eben gegen ihre Verbände positioniert haben, aber das nicht öffentlich gemacht haben. Und insofern, können Sie das nachvollziehen, dass es an der Stelle manchmal sozusagen so ein in der Öffentlichkeit vielleicht ein Problem gibt darüber, dass die Verbände da sehr lautstark ihre Position vertreten, aber eigentlich die Unternehmerschaft nicht? Also klar, Absender- und Empfängerhorizont sind ja in Kommunikation immer eine Herausforderung, aber jetzt mal ganz ehrlich, dass die deutsche Wirtschaft schon seit Jahrzehnten in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Ausbildungspartnerschaften unterwegs ist, hat auch lange niemanden interessiert, auch die Medien nicht. Und dass da also schon lange vor gesetzlichen Regelungen Beiträge gebracht wurden zur sozialen Entwicklung, zur Qualifizierung, also gute Arbeit ist ja unter anderem auch ein Ziel der Vereinten Nationen, da gab es keine Öffentlichkeit dafür. Dementsprechend sind die Unternehmen, wenn sie jetzt nicht gerade eine riesige Kommunikationsabteilung waren und ein Endkundenprodukt hatten, damit auch nicht unterwegs gewesen. Und die deutsche Wirtschaft ist international auch deswegen so gern gesehen als Investor, weil unsere Standards schon lange vor gesetzlichen Regelungen hoch waren. Natürlich, es gibt schwarze Schafe, aber die gibt es überall. Und ich glaube, da läuft man ein bisschen Gefahr, quasi mit diesen schwarzen Schafen das Gesamtbild zu verzerren. Umweltstandards sind vielfach implementiert, also sehr hohe Umweltstandards sind vielfach implementiert worden, lange bevor der Gesetzgeber für Drittstaaten das in irgendein Gesetz gegossen hat. Das gehört schon zur Wahrheit dazu. Gut, ich glaube, wir hätten noch Raum für die eine oder andere Frage, wenn hier im Raum noch Bedarf ist. Sonst würden wir jetzt hier an der Stelle langsam in die Zielgerade biegen. Weil Sie das gerade gesagt haben, vielleicht ist es auch gut, nochmal daran zu erinnern, dass wenn wir über diese Lieferkettengesetze sprechen, dann sprechen wir darüber, dass absolute Mindeststandards für Menschen umgesetzt werden sollen. Mindeststandards, wie man die eigentlich schon bei der Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation 1919 im Blick hatte, die bis heute aber nicht umgesetzt sind. Also wir sprechen wirklich über Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, über eine menschenwürdige Bezahlung. Also wir sprechen über einen total niedrigen Level. Ich glaube, das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten, wenn man darüber spricht, dass man diese Globalisierung auch fair gestalten will, auch so, dass alle etwas davon haben, die mit Unternehmen in Deutschland kooperieren. Und vielleicht ist das am Ende des Tages ja dann sogar auch ein Geschäftsvorteil, wenn die Unternehmen und die Menschen, die dahinter stehen, mehr Lust haben, das mit Unternehmen aus Deutschland zu machen. Das vielleicht noch zum Schluss von mir. Und jetzt würde ich gerne an den Herrn Martinet übergeben, der nochmal vielleicht 2 bis 3 Punkte hat, die er heute Abend hier mitnimmt und Ihnen auf den Weg geben will. Ja, meine Damen und Herren, ich werde jetzt die Diskussion in 45 Minuten zusammenfassen. Keine Sorge, ich würde als allererstes, ich denke, das ist auch in Ihrem Interesse, mal herzlichen Dank sagen an Sie, Frau Dr. Wolf und meine Herren. Ich fand, es war eine sehr angeregte und anregende Diskussion. Es waren gut 90 Minuten, es war zu keiner Zeit langweilig, fand ich. Und Sie haben viele interessante Impulse gegeben. Herr Krüger, Sie hatten gesagt, die Standards, die deutschen hohen Standards in Sachen Menschenrechte und Sozialem in die Welt tragen. Das sollte unser gemeinsames Ansinnen sein. Und ist es, glaube ich, auch. Worum es aber geht, ist, das mit klarer Zielsetzung, aber mit Maß und Mitte zu tun. Und Sie hatten gesagt, Herr Rudolph, es geht darum, Prozesse auszulösen, Denkprozesse auszulösen, sich mit dem Thema Lieferketten, was passiert da überhaupt, ernsthaft zu beschäftigen.
soweit man es noch nicht getan hat, und damit auch Veränderungen herbeizuführen. Vielleicht nicht automatisch, aber indem man sich ernsthaft und redlich darum bemüht. Aber es wird nicht in allen Fällen möglich sein. Und deswegen Pragmatismus, gucken, wo kann man das Wünschenswerte mit dem tatsächlich Realisierbaren übereinbringen. Herr Haas, Sie hatten ein sehr eindringliches Beispiel gegeben und es gibt sicherlich noch viele andere, wo das möglich ist, aber es ist eine Güterabwägung und dann muss man gucken, wie löst man diesen Zielkonflikt auf. Und Sie, Frau Dr. Wolf, haben ja ganz was Wunderbares gesagt, am Ende führt es zu etwas Besserem, wenn man sich anstrengt und bemüht. Und ich glaube, niemand hier im Raum wird Anstrengungen im Sinne von bessere soziale Standards, bessere Umweltstandards hier und in der Welt, wird Anstrengungen verabsäumen wollen. Wir stehen alle hinter dieser Zielsetzung. Und dann komme ich noch mal ganz kurz auch zu Herrn Lippmann und zur Kammer, die ich ja auch repräsentiere. Ja, wir wollen das, aber wir wollen auch Bürokratie vermeiden, die keine Wirkung erzielt, jedenfalls nicht ausreichende. Und da bitte ich Sie, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, 90% der Unternehmen hier in Deutschland haben weniger als 10 Mitarbeitende, sind die kleinen Unternehmen. Und wir haben diese Trickle-Down-Effekte des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, und zwar massiv. Und wenn Sie da Beispiele brauchen, ich kann Ihnen eine ganze Latte von Unternehmen liefern, die sich mit diesen Fragebögen beschäftigen. Aber wir wollen uns ja nicht mit Fragebögen beschäftigen, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer wollen ausreichend Zeit haben, und da greife ich noch mal ein Wort von Ihnen auf, Frau Dr. Wolf, um die Zukunft auch im hier diskutierten Sinne aktiv zu gestalten. Und da dürfen Sie nicht von Bürokratie erstickt werden. Wenn man sich bemüht, führt es zu etwas Besserem. Mit diesem Satz und Zitat von Frau Dr. Wolf möchte ich mein Fazit beenden. Ich danke Ihnen, Herr Dohm, für die angeregte Moderation. Das hat auch Spaß gemacht und dazu beigetragen, dass hier auch ein bisschen Salz in die Suppe kam. Das sollte auch so sein. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie Interesse für das Thema hatten, dass Sie heute unsere Gäste sind. Und es wäre super schön, wenn Sie jetzt nicht gleich heimlaufen. Wir haben noch ein bisschen was für Sie gerichtet, hier im Foyer. Und vor allen Dingen können wir dann noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Bleiben Sie gesund und munter und alles Gute für Sie. Danke, dass Sie unsere Gäste sind. Applaus